Liebe Kolleginnen und Kollegen, bald ist Wahl in Schleswig-Holstein. Land der guten Arbeitszeit. Wir müssen die Industrie, das Handwerk weiterentwickeln. Von einer künftigen Landesregierung erwarten wir ein Vergabegesetz mit Tariflohn als Bedingung. Wir brauchen endlich Handlungen in dem Bereich Energie und wir brauchen eine um gute Arbeit in diesen Vereinbarungen auch abzusichern. Und das Ziel allen Handelns muss sein, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir brauchen eine Landesregierung, die sich an die Spitze der Bewegung setzt. Es geht ums Loslegen und ums Anpacken. Und wenn du am 8. Mai zur Wahl gehst und die Partei gefunden hast, die diese Werte und Forderungen unterstützt, wähl sie und mach dein Kreuz bei dieser Partei. Nehmt euer demokratisches Wahlrecht wahr und wählt bitte demokratische Parteien. Lasst die Rechen draußen, die brauchen wir nicht.
Je nachdem, von wo man guckt. Ja, ne? Genau. Und dann haben Sie jetzt das Wort. Ja, schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Jörg Dichau, Spitzenkandidat zusammen mit Susanne Spätmann von den Linken. Ich habe gerade heute festgestellt, dass ich seit mehr als die Hälfte meines Lebens bereits Gewerkschafter bin. Als Student bin ich mal der IG Chemie beigetreten, weil ich an der MEDAG-Gesellschaft für medizinische Spezialpräparate gearbeitet habe und habe dann dort versucht, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam einen Betriebsrat zu gründen. Das hat nicht geklappt, aber immerhin haben wir es durchgesetzt, dass die Beschäftigten, insbesondere die studentischen Beschäftigten, dann Feiertagsentgelt gekriegt haben und Kündigungsschutz und dergleichen, also alles Dinge, die man uns bis dahin vorenthalten hatte. Ich bin seit 2001 Lehrer und dementsprechend bin ich jetzt auch in der GEW, war dort eine Zeit lang auch Ortsvereinsvorsitzender in Oldesloe. Ich unterrichte an Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Zeit meines Lebens. Ich bin auch Co-Vorsitzender des Gemeinschaftsschulverbandes. Und das ist, sage ich mal, auch in den Linken mein Schwerpunkt. Ich bin hauptsächlich Bildungspolitiker, aber ich sage mal, das ganze Thema Arbeitsbedingungen, auch Entlohnung, nicht zuletzt, ist natürlich, also insbesondere im Bereich der Kitas, ist das ein ganz großes Thema, aber auch gerechte Entlohnung bei den unterschiedlichen Schulformen. Die Arbeitsbedingungen insbesondere, sowohl in Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe insbesondere, ja, auch in den Kitas, das ist ein Riesenthema, auch für mich. Und das wird, denke ich, hier auch einfließen heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Super. Ja, Herr Harms, möchten Sie weitermachen? Ja, mein Name ist Lars Harms. Ich bin 57 Jahre alt, bin seit 22 Jahren im Landtag und bin jetzt Fraktionsvorsitzender des SSW im Landtag. Und der SSW setzt sich dafür ein, dass wir einen vernünftigen Mindestlohn kriegen, nämlich mindestens 13 Euro, damit man von seiner Arbeit auch vernünftig leben kann. Wir sind diejenigen gewesen, die 2004 ein Tariftreuegesetz hier eingeführt haben, zusammen mit der SPD damals. Und das war richtig so und das muss wiederkommen. Und wir setzen uns dafür ein, dass das Leben in Schleswig-Holstein noch bezahlbar bleibt. Also soziale Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, ordentliche Arbeit muss ordentlich entlohnt werden. Und Menschen, die Hilfe brauchen, die sollen die Hilfe kriegen. Das ist unsere Politik und dafür will ich mich gerne im nächsten Landtag wieder einsetzen. Ich bin der Spitzenkandidat der SPD in Schleswig-Holstein. Die SPD will, dass unser Schleswig-Holstein wieder sozial regiert wird. Wir wollen bezahlbare Mieten, deswegen wollen wir die Mietpreisbremse mit der Kappungsgrenzenverordnung wieder zurückbringen. Wir wollen das Tariftreuegesetz wieder zurückbringen in neuer Form, damit öffentliche Gelder nur an Unternehmen gehen, die gute Löhne zahlen. Und wir müssen Familien entlasten, deswegen wollen wir die gebührenfreie Kita. Ich selber bin sehr engagiert, habe jetzt die letzten Jahre viel an dem Thema industrielle Transformation gearbeitet. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist für Schleswig-Holstein eine riesengroße Chance. Aber Industrietransformation geht nicht einfach so. Wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da die Chancen kriegen, die sie verdient haben, dass wir nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern neue schaffen. Da gibt es viel zu tun. Wir brauchen eine moderne, kluge, durchdachte Industriepolitik. Und dafür werde ich mich einsetzen und freue mich auf die Diskussion. Ja, ich bin Monika Heinold, geht ja so ein bisschen ums Kennenlernen. Ich bin Erzieherin in der Ausbildung, bin mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in die Politik gegangen und habe festgestellt, wer soziale Gerechtigkeit will, muss Finanzpolitik machen. Habe ich viele Jahre gemacht, viel erreicht, bin jetzt seit 10 Jahren auch Finanzministerin. Ich bin auch als Frau in der Politik, das sehen wir ja heute Abend hier, Politik ist sonst sehr männlich. Da braucht es starke Stimmen und wir haben eine Doppelspitze in Schleswig-Holstein als Grüne für die Landtagswahl mit mir und mit Aminata Touré, die noch keine 30 ist. Und deshalb sage ich einmal schön, insbesondere, dass heute Abend auch so viele junge Leute hier sind. Wir brauchen euch, es geht um eure Zukunft und deshalb macht mit und lasst nicht nur mit euch machen. Ja, mein Name ist Bernd Buchholz. Ich bin inzwischen 60. Ja, letztes Jahr war dadurch geprägt, dass ich die Unterlagen für die Wahlen zum Seniorenbeirat in Ahrensburg zugestellt bekommen habe. Das hat mich tief traumatisiert an der Stelle. Nein, das ist jetzt, nehmen wir mal. Ich bin Wirtschaftsminister, Arbeitsminister dieses Landes seit 5 Jahren. Ja, wir werden wahrscheinlich am wenigsten Spaß miteinander haben, wenn es um die Themeninhalte geht.
weil ich bin kein Verfechter eines Tariftreue- und Vergabegesetzes. Ich habe es abgeschafft in Schleswig-Holstein und das aktiv. Oh ja, aber mit Grund, können wir nachher drüber diskutieren. Und bei vielen anderen Themen werden wir auch nicht inhaltlich zusammenkommen, aber ich stelle trotzdem fest nach 5 Jahren, dass wir mit vielen Gewerkschaften sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben aus dem Wirtschaftsministerium. Frau Schmolina und Herr Friedrich, wenn ich das mal sagen darf, ja, ob das um Senvion ging oder um Caterpillar oder um andere Themen, ich glaube, wir haben an vielen Stellen dafür gesorgt, dass wir jedenfalls sehr schnell im Gespräch waren, immer auch dafür gesorgt haben, dass wir die richtigen Leute sofort an den Tisch gebracht haben, um für die Beschäftigten das zu tun, was wichtig ist, nämlich ihre Perspektive zu sichern und dafür zu sorgen. Und ich bin dafür verantwortlich, jedenfalls will ich das auch gerne weiter bleiben, dass wir in Schleswig-Holstein die Chancen nutzen für Ansiedlungen. Insbesondere an der Westküste gelingt es uns jetzt, hochwertige Industriearbeitsplätze nach Heide zu bringen, eine ehemals strukturschwache Ecke, wo eine Batteriezellen-Gigafactory mit 3000 Arbeitsplätzen entstehen kann. Das ist die Industriepolitik, die wir auch zwischen den Gewerkschaften und uns und den Unternehmerverbänden vereinbart haben als industriepolitisches Papier. Dafür würde ich mich gerne stark machen. Frau Beile, Frau Poth, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Tobias Koch. Ich freue mich, heute Abend unseren Ministerpräsidenten, unseren Spitzenkandidaten Daniel Günther bei Ihnen vertreten zu dürfen, der, glaube ich, aus nachvollziehbaren Gründen nicht anwesend sein kann. Aber ich bin sozusagen sein Nachfolger. Nicht als Ministerpräsident, das bleibt Daniel Günther auch in den nächsten 5 Jahren, aber ich bin dein Nachfolger als Fraktionsvorsitzender, also vor 5 Jahren haben wir die Plätze gewechselt. Insofern hoffe ich, ihn heute Abend hier würdig vertreten zu können. Ich glaube, das können wir auch mit gutem Gewissen tun, denn unsere Politik, die wir in den letzten 5 Jahren betrieben haben, müsste auch in Ihrem Interesse gewesen sein, das, was wir als Jamaika gemeinsam gemacht haben. Wir haben viel investiert, als öffentliche Hand in Infrastruktur investiert. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken in Schleswig-Holstein. Wir haben deutlich mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wir haben Tausende von neuen Stellen im öffentlichen Dienst bei Polizei und unserer Lehrerschaft geschaffen. Aber in der Tat, das werden wir gleich merken in der Diskussion, bei Mietpreisbremse und Vergabelohn und Tariftreuegesetz, da haben wir auch wir klare andere Positionen. Ich glaube, wir können das auch gut begründen, das werden wir nachher sehen, wer sich mehr unbeliebt macht. Ich schaue mal. Wir geben uns beide Mühe. Ja, das versuchen wir. Aber ich glaube, wenn Sie insgesamt mal einen Strich drüber ziehen oder die Bilanz dieser Regierung, glaube ich, können auch Sie zufrieden sein. Und deswegen versuchen wir es die nächsten 5 Jahre so fortzusetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr gut. Wir haben nicht einmal den Gong gehört. Hervorragend. Vielen Dank. So, dann fangen wir jetzt an mit der ersten Runde. Und dazu bitte ich als 2 weitere Gäste auf das Podium die Susanne Schöttke von Verdi und den Tom Seiler von der EVG. Das wird hier ein bisschen eng, aber ich mache euch jetzt mal hier. Wie du willst. Also du kannst auch hier, also wie du willst. Ja? Das ist hier ein bisschen knapp vom Platz. Genau. Genau. So, in dieser ersten Runde haben wir gesagt, geht es auch zumindest auch um das Thema Tariftreue. Sie haben es zum Teil jetzt schon angesprochen in der ersten Vorstellungsrunde. Susanne, du hast jetzt erstmal das Wort, deine bis zu 90 Sekunden sozusagen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich gucke mal, dass das Mikro funktioniert hier. Funktioniert. Nee. Jetzt. Herr Buchholz ist aber hier ganz schön gewieft, ne? Reden Sie mal los hier. Also, mein liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben tatsächlich den Auftakt zum Thema Tariftreue hier für die erste Runde. Da war schon ein bisschen Dynamik und auch Pfeffer drin. Und von daher muss ich gar nicht viele Worte vorneweg suchen und finden. Klar ist, dass das Thema Tariftreue und Vergabe für uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter das Herzstück der Politik in Schleswig-Holstein sein muss. Und wir haben da sehr klare Anforderungen und sehr klare Adressierung der Forderungen. Und ich will es mal sehr salopp sagen, nachdem Herr Buchholz diesen doch ein bisschen wuppigen Aufschlag gemacht hat, dass, wie es bei uns in der Gewerkschaft angekommen ist und auch bei Verdi, war ganz klar, na, da sind die Salonlöwen am Start und machen wirtschaftsfreundliche Politik für die Unternehmer. Das ist nicht das, was wir unter Wirtschaftsfreundlichkeit im Sinne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verstehen. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen, jetzt nicht allgemein herumzureden und herumzuschwallern, sondern präzise auf Situationen von Beschäftigten zu gucken. Und da ist das Land Schleswig-Holstein in einer Vorreiterinnenfunktion. Und ich will auf Ella Hegemann einmal hinweisen. Die sitzt da vorne. Die kandidiert gerade für den Betriebsrat bei der Service Stern Nord. Das ist ein Bereich im UKSH, der Reinigung unter anderem übernimmt, 2000 Beschäftigte. Und wir sind ziemlich angepestet davon, dass dieser Bereich einer ist, der nicht unter den Geltungsbereich des TVL fällt. Was sagen Sie dazu? Okay.
Ich würde einmal noch, bevor ich Ihnen das Wort gebe, einmal noch hier dem Tom das Wort geben, dass wir dann das sammeln und dann würde ich Sie langsam dann dazu bitten, dazu Stellung zu nehmen, zu dem, was gesagt worden ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Auch für uns als Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist das Thema Tariftreue sehr eng mit dem Thema Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden. Im Bahnsektor war das relevant im letzten Jahr schon für das sogenannte Akkunetz, aufgeteilt in vier Lose. Als nächstes steht die Vergabe der sogenannten Marschbahn an zwischen Hamburg und Sylt. Und immer wenn solche Ausschreibungen stattfinden, ist die große Frage für die Beschäftigten, wie geht es weiter mit meinem Arbeitsplatz? Gibt es meinen Arbeitsplatz dann noch und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und da ist uns natürlich wichtig, dass die politischen Gestaltungsspielräume auch auf Landesebene genutzt werden, um für faire Vergabeverfahren zu sorgen. Das bedeutet zum Beispiel, die also repräsentative Tarifverträge anzusetzen und insofern also deren Standards mindestens vorzugeben. Das bedeutet auch, Ausbildungsquoten zum Beispiel vorzuschreiben. Und ein großes Thema ist natürlich auch die Überlassung der Arbeitnehmer dann, also der Personalübergang an die neuen Betreiber, ob das fest vorgeschrieben ist oder nicht. Im aktuellen Vergabegesetz ist es eine Sollvorschrift, könnte auch eine Mussvorschrift sein. Insofern meine Frage an Sie, wie wollen Sie faire Ausschreibungsbedingungen fördern und gute Arbeitsbedingungen in diesem Sinne sichern? Punktlandung, Dankeschön. Ja, Herr Lossermüller, Sie hatten sich gleich schon gemeldet, dann nehme ich Sie jetzt einfach mal zuerst dran und bitte Sie zu antworten auf die Fragen. Ja, wir als SPD haben uns genauso geärgert wie alle hier im Raum, dass das Tariftreue- und Vergabegesetz abgeschafft worden ist mit einer fadenscheinigen Begründung Bürokratie. Ich will noch mal sagen, wir sind in Schleswig-Holstein immer noch das westdeutsche Land mit den niedrigsten Löhnen. Wir sind sehr, sehr stolz drauf, dass die SPD im Bund, Bundeskanzler Scholz, die 12-Euro-Mindestlohn durchgesetzt hat in der Ampel, die wir jetzt gemeinsam tragen. Davon profitieren 300.000 Menschen in Schleswig-Holstein. Das heißt, in diesem Moment, wo wir das noch nicht haben, gibt es 300.000 Menschen, die hier arbeiten, die nicht 12 Euro pro Stunde verdienen. Und das Land prägt natürlich die Art und Weise, wie Arbeit gestaltet wird hier. Wir sind ein ganz großer Faktor in der Wirtschaft, in der Volkswirtschaft und deswegen ist es wichtig, dass wir da vorangehen und bei gerade auch so großen Vergaben klar machen, dass Tariflöhne, gute Löhne oder eben eine Orientierung an den Tarifverträgen wichtig sind. Das können wir vorgeben und das müssen wir auch vorgeben und damit prägen wir natürlich auch die Art und Weise, wie in diesem Land vorangegangen wird. Und weil die Frage da war, die SPD hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass wir die Service Stern Nord und alle anderen outgesourcten Unternehmungen und Organisationsteile in den TVL holen. Die Begründung, dass das Defizit des UKSH erhöhen würde, können wir nicht zulassen, weil es ist nicht die Schuld der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dass wir ein Defizit am UKSH haben. Mhm. Und da darf nicht an dieser Front gespart werden auf den Schultern von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern. Von daher sehr klares Bekenntnis dazu. Vielen Dank. Herr Harms, Sie nicken. Ja, natürlich nicke ich. Also ich kann das alles unterstreichen, also gerade auch Service Stern Nord. Sie müssen natürlich alle in den TVL wieder reinkommen. Wir haben uns ja auch als SSW dafür verwandt, dass auch die Beschäftigten bei uns hier im städtischen Krankenhaus wieder in den TVL kommen. Das kann gar nicht anders sein, sondern das muss sein, dass Leute ganz vernünftig nach Tarif bezahlt werden und nicht man versucht, mit in staatlichen Unternehmungen, wenn man so will, tatsächlich dazu zu kommen, Leute mies zu bezahlen. Das ist nicht Aufgabe des Staates, die Leute mies zu bezahlen. Die zahlen schließlich auch Steuern, dann haben sie auch das Recht darauf, vom Staat auch ordentlich bezahlt zu werden. Und was die Tariftreue angeht, ich habe auch vorhin schon mal gesagt, wir haben 2004 eingeführt und wir waren da sehr stolz drauf, wir sind auch heute noch sehr stolz drauf, weil viele Menschen davon wirklich gut hatten nach Ausschreibung, dass sie tatsächlich einen vernünftigen Lohn bekommen haben und es muss einen repräsentativen Tarif geben, der Grundlage ist. Wir müssen aber auch den Mindestlohn dort drin absichern. Ich bin übrigens auch offen dafür, auch über den normalen Mindestlohn auf Bundesebene hinauszugehen, weil der ist
Thomas hat recht, das ist ein Erfolg für die SPD, das mag sein, aber 13 Euro ist das Mindestmaß immer noch. Und wenn wir das vom Bund nicht kriegen, müssen wir es hier eben tariflich auch festlegen, beziehungsweise im Tariftreuegesetz, dass das bei öffentlichen Aufträgen zu gelten hat, dass man mindestens 13 Euro erfüllt, weil sonst müssen die Leute als Rentner zum Sozialamt laufen, das mache ich nicht mit. Und der dritte Punkt ist einfach, wir müssen die Leute übernehmen. Früher stand es auch im Tariftreuegesetz drin, es ist also nichts Ungesetzliches, sondern es ist völlig normal. Und gerade bei der zitierten Ausschreibung von der Marschbahn hat das ja damals auch funktioniert. Die Leute haben alle noch ihren Job, obwohl der Betreiber gewechselt hat. Und so soll es bleiben. Okay. Vielen Dank. Bevor ich weiß, es wird gleich ein bisschen kontrovers, das soll ja auch so sein, das ist gut, aber jetzt nehme ich erstmal nochmal Herrn Knigge-Blitzschau dran, denn Sie nicken auch. Gibt es irgendwas, was Sie unterscheidet von den beiden Vorrednern, oder würden Sie sagen, würden Sie alles genauso mittragen, wie es gerade gesagt worden ist? Ich würde es mittragen, aber erweitern. Also tatsächlich, wir haben auch im Wahlprogramm den Landesmindestlohn von 13 Euro, weil der eben die einzige Möglichkeit ist, einen armutsfesten Mindestlohn zu haben, der wirklich über die Grundsicherung hinausgeht, dann mit der Rente. Wir wollen darüber hinaus eine Tarifmatrix, das heißt, wir wollen nach dem Vorbild von Mecklenburg-Vorpommern, dass die Tarifverträge öffentlich einsehbar sind, weil auf diese Weise transparent kontrolliert werden kann, ob diese Tariflöhne eben auch gezahlt werden. Wir wollen es auch zusätzlich binden an das, was hier schon angeklungen ist, nämlich auch die Frage, wie viel Auszubildende bildet der Betrieb aus. Auch das ist für uns ein Vergabekriterium. Genau, und hier fehlt jetzt wirklich schmerzlich meine Co-Spitzenkandidatin Susanne Spätmann, weil die hat in ihrem Krankenhaus, wo sie arbeitet, nämlich tatsächlich 4 unterschiedliche Tarife. Und das dient wirklich nur dazu, intransparent zu machen, wer wie viel bekommt. Und das ist immer zulasten der Beschäftigten. Wir sind dafür, dass möglichst viele Tarife allgemeinverbindlich gemacht werden, dass also Allgemeinverbindlichkeitserklärungen angestrebt werden. Und das ist natürlich in Kombination mit so einer Tarifmatrix, die auch öffentlich macht, besonders wirksam. Dann kommen wir doch jetzt mal zu einer anderen Position. Herr Buchholz, jetzt gucke ich Sie mal an. Sie haben es ja schon angekündigt. Ja, gerne. Ne? Weil zwei Sachen sind mir erstmal wichtig. Erstens, wir haben gegenüber dem alten Tariftreu- und Vergabegesetz für Vergaben im öffentlichen Personennahverkehr überhaupt gar nichts geändert. Da steht alles genauso im Vergabegesetz Schleswig-Holstein drin, wie es vorher da drin auch stand. Keine Veränderung. Wir haben für die Übernahme im ÖPNV alles genauso übernommen. Wir haben übrigens alle Arbeitnehmerschutzrechte, die da so drin standen, komplett übernommen. Die stehen da alle immer noch drin, im Vergabegesetz Schleswig-Holstein. Was wir nicht machen, ist Symbolpolitik. Und Symbolpolitik heißt, es wird vorgegaukelt, da würde ein Gesetz Tarifbindung erzeugen können. Das kann es gar nicht. Stand auch vorher nicht in dem Tariftreue- und Vergabegesetz drin. Da gibt es einen Paragraphen 4, da stand drin, ja, bei Ausschreibungen muss derjenige, der ausschreibt, sich an Bedingungen halten, die in einem für repräsentativ erklärten Tarifvertrag drinstehen. Mindestens diese Bedingungen muss er einhalten. Den richtigen Tarifvertrag zur Anwendung bringen, das kann das Gesetz gar nicht, geht gar nicht, ist verfassungsrechtlich untersagt, weil die Koalitionsfreiheit nun mal auch eine negative Koalitionsfreiheit ist. Also stand im alten Tariftreuegesetz sowas drin. Und nun gucken wir mal auf die Ergebnisse. Hat es zu einer schlechteren Lohnentwicklung geführt, dass wir dieses Gesetz nicht mehr haben in Schleswig-Holstein? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Die Bruttolohnentwicklung in Schleswig-Holstein ist leicht überdurchschnittlich gegenüber dem Bundesdurchschnitt. War sie vorher besser, als wir das Tariftreuevergabegesetz haben? Kein bisschen. Kein Zusammenhang. Zweitens, haben wir eine höhere Tarifbindung erreicht in Schleswig-Holstein, während das Tariftreue- und Vergabegesetz gegolten hat? Mitnichten, meine Damen und Herren, mitnichten. Und wissen Sie, wo das schärfste Tariftreue- und Vergabegesetz herrscht? In Bremen. Und wissen Sie, wie hoch da die Tarifbindung ist? 17% der Betriebe sind da tarifgebunden. Bei uns sind es 27%. So viel zur Wirksamkeit eines Tariftreue- und Vergabegesetzes. So. Da hat es gegrummelt, das haben Sie gehört. Aber das Nein. ist Wahrheit. Genau, wir können ja gleich nochmal reagieren. Aber erstmal, Herr Koch, sind Sie einverstanden mit dem, was Herr Buchholz gesagt hat? Oder? Ja, deckt sich in der Tat sehr mit unseren Argumenten. Weil ich finde, ein Tariftreuegesetz muss sich schon daran messen lassen, ob es das Ziel erreicht, was er damit verfolgt, nämlich Tarifbindung zu erhöhen. Und das ist weder eingetreten, als es hier in Schleswig-Holstein galt, noch tritt es in den anderen Bundesländern ein, wo es vergleichbare Gesetze gibt. Wir haben leider einen schleichenden Prozess, wo Tarifbindung immer geringer wird. Das lässt sich aber auch in einem Tariftreuegesetz nicht stoppen. Welchen Effekt wir gemerkt haben, ist, dass wir aber immer weniger Angebote auf öffentliche Ausschreibungen hinbekommen haben. Dass sich eben die Unternehmen, die ausgeschlossen wurden, eben keine Angebote mehr abgegeben haben. Wir immer größere Probleme hatten, öffentliche Aufträge zu vergeben. Und wenn wir sie vergeben konnten, dann waren das größere Firmen, die sich aus anderen Bundesländern beworben haben, die mit ihren Rechtsabteilungen das alles geordnet hinbekommen haben. Aber das ist ja auch nicht unser Interesse, dass wir dann Aufträge an andere Bundesländer und die dort beschäftigt werden, möglichst viele im eigenen Land vergeben. Und deswegen der viel bessere Weg als mit gesetzlichen Eingriffen ist doch immer für
möglichst viel Arbeit, für gut bezahlte Arbeit im Land zu sorgen. Das haben wir getan. Ich sagte vorhin schon, wir haben jetzt 60.000 sozialversicherungspflichtige Jobs mehr in Schleswig-Holstein als vor 5 Jahren. Wir haben 18.000, 17.000 Arbeitslose weniger als 5 Jahre. Deswegen der Arbeitgeber, der heute noch versucht, mit Lohndumping sich der Tarifbindung zu entziehen, der ist doch falsch gewickelt. Jeder Arbeitgeber muss heute versuchen, dem Fachkräftemangel dadurch entgegenzuwirken, dass er möglichst gute Gehälter bezahlt. Und das ist doch der Weg. Und da sind wir doch voll mit dabei bei den Riesenchancen, die wir in Schleswig-Holstein haben, bei Energiewende, bei Digitalisierung, beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Ich glaube, das ist hier ein bisschen Vergangenheit, was wir hier gerade betrachten. Das brauchen wir in Zukunft nicht mehr, wenn wir so erfolgreich weiterarbeiten, wie wir es die letzten 5 Jahre getan haben. Vielen Dank. Ich spüre quasi den Widerstand hier, aber ich möchte trotzdem erstmal Frau Heinold das Wort geben und fragen, wie sehen Sie das denn? Ja, Sie sehen, ich habe das nicht einfach mit meinen Koalitionspartnern, weil für mich ja die soziale Gerechtigkeit wirklich zentral ist, und soziale Gerechtigkeit ist natürlich, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können müssen, dass sie bezahlbaren Wohnraum haben, dass sie gute Rahmenbedingungen haben, dass es Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt. Und deshalb haben wir als Grüne auch selbstverständlich ein Tariftreue- und Vergabegesetz wieder in unserem Programm mit 13,50 Euro bei dem Vergabemindestlohn. Und wir haben in unser Sofortprogramm auch aufgenommen, dass wir die Beschäftigten, die für das Land arbeiten, Stichwort UKSH, dass die künftig zu Tarifbeschäftigten des Landes werden, oder zu Tarifbeschäftigten werden. Das ist ganz wichtig. Das wäre auch neu, weil das hat es ja auch damals in der Küstenkoalition nicht gegeben. Das ist jetzt hier gar nicht geändert worden, aber es wäre ein weiterer Schritt nach vorne. Und Sie sehen aber an dieser Auseinandersetzung, dass dieser Slogan der CDU, der Kurs halten heißt, nicht unser Slogan ist, weil vieles ist gut gelaufen in der Jamaika-Koalition, was wir auch fortführen wollen. Aber wir wollen nicht nur Kurs halten, wir wollen in bestimmten Bereichen deutlich mehr Tempo, deutlich mehr Dynamik. Da kommen wir ja noch zu Arbeitsplätzen und Energiewende. Aber wir wollen auch bei der sozialen Gerechtigkeit weiter vorankommen. Es müssen weitere Schritte gegangen werden. Und deshalb ist es immer sehr munter bei uns in den Jamaika-Runden. Ja. Vielen Dank. So. Die Unterschiede sind ja deutlich zutage getreten. Dafür sind wir ja auch da. Das wollen wir ja auch. Ich glaube, Susanne möchte noch mal etwas dazu sagen. Hatte ich den Eindruck oder nicht? Doch, unbedingt. Wir haben ja nur die 90 Sekunden und da muss ich mich echt ordentlich am Riemen reißen. Aber ich will es keinesfalls unkommentiert stehen lassen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es so deutlich zutage tritt, dass wir hier krasse Unterschiede haben, was Schwarz-Gelb und alle anderen SpitzenkandidatInnen betrifft oder Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Und ich will mal so sagen, nur wenn man mit Werf etwas vorträgt und vermeintliche Wahrheiten in die Welt setzt, heißt es nicht, dass das dadurch richtiger wird. In der Frage der Tarifbindung, sag ich mal, sind wir auf einem durchaus absteigenden Ast, wenn wir von 70% auf 50% runtergegangen sind über die letzte Zeit. Ja. Und das wird nicht schöner, wenn man sagt, wir sind ja total im Aufwärtstrend. Und wir bedauern das. Wir bedauern das zutiefst, dass an der Stelle die Frau Heinold sich nicht hat durchsetzen können in der Jamaika Koalition. Und ich will nur so viel sagen, dass es einen absoluten Unterschied ausmacht, wo man seine Stimme gibt, weil die moderne und eine schlanke Gesetzesgebung, wie in Antworten auf der DGB-Internetseite auch nachzulesen ist, heißt immer im Interesse von Schwarz und Gelb, dass es hier Unternehmer und nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freundlich ist. Und das, glaube ich, muss man noch mal festhalten an der Stelle. Vielen Dank. Okay. Ich glaube, es ist klar, also ich habe Ihre Mimik so gedeutet, Sie sagen ja gar nicht, dass Sie gegen Tarifbindung sind, Sie glauben bloß, dass Sie auf dem Weg nicht zu erreichen sind, richtig? Ja, wir sind für Tarifbindung. Ja, genau. Ja, genau. Da ist ja die Differenz, wie ist der Weg zu mehr Tarifbindung, und da gibt es offensichtlich starke Differenzen. Tom, möchtest du auch noch einmal kommentieren? Ja, unbedingt. Und zwar besonders natürlich, was die beiden Herren hier neben mir gesagt haben. Und zwar, dass es ein Vergabegesetz gibt, was nicht schlechter ist als vorher, heißt ja nicht, dass es nicht noch auch Luft nach oben gibt. Der Verein MobiFair, der sich mit fairen Bedingungen in der Mobilitätsbranche auseinandersetzt, der hat gerade im vergangenen Monat das Tariftreue- und Guterlohngesetz vom Saarland prämiert, weil es eben besonders gut das umsetzt, was wir als EVG, genau, was wir auch als DGB fordern. Und für die geringste Tarifbindung der Betriebe im Saarland sorgt. Für die geringste.
23% Tarif. Das Gesetz Ziel wurde dieses ja Gesetzes gerade ist nicht nur Tarifbindung, sondern vernünftige Löhne für die Leute und nichts anderes. Okay, ja, dann wird immer umgedichtet. Jetzt geht es nicht mehr um die Tarifbindung. Moment. Da gibt es schon rege Diskussionen. Ja, ist ja auch gut. Das ist ja auch nicht schlecht. Jedenfalls wollte ich nur noch kurz den Gedanken zu Ende bringen. Das Gesetz wurde ja gerade erst erlassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, eben weil das vieles umsetzt, was uns wichtig ist, gute Tarifverträge zum Standard zu machen, Ausbildungsquoten vorzugeben, weil wir alle wissen, wir brauchen noch viel mehr junge Menschen, die Ausbildung machen. Und deswegen muss es darauf auch einen besonderen Blick geben. Und eben natürlich auch beim Personalübergang darauf zu achten, dass wenn eine Ausschreibung an ein anderes Unternehmen geht als vorher, dass das nicht zum Nachteil der Beschäftigten ist. Das war jetzt das Stichwort. Wir haben hier nämlich noch eine Wortmeldung auch zum Thema Tarifbindung von der Jugend. Und den würde ich jetzt einmal kurz hier zu Wort kommen lassen. Kommst du mal eben nach vorne, Ronan? Ja. Susanne gibt dir das Mikro. Ich stelle mich mal ganz frech hier hin. Mein Name ist Ronan, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Kfz-Azubi im dritten Lehrjahr in einer ortsansässigen Vertragswerkstatt und wir hatten ursprünglich Fragen dazu, wie man das Tariftreuegesetz durchsetzen könnte und wie man es kontrollieren würde. Das hat sich so ein bisschen erübrigt. Deshalb meine Frage, weil dieses Gesetz würde meine Werkstatt, meine Branche direkt betreffen, als Fuhrparkstellende und wartende Firma. Und für uns in der Ausbildung würde das enorme Fortschritte bedeuten in puncto Arbeitsbedingungen, Vergütung, Arbeitszeiten, Urlaub. Deshalb. Wird bei euch Tarif bezahlt, ja oder nein? Nein, bei uns wird kein Tarif bezahlt und es ist auch nicht in Planung. Wir sind auch unter den 13 Euro Mindestlohn. Würden 12 Euro Mindestlohn kommen, würde in den meisten Werkstätten für so ziemlich jeden Mitarbeiter eine leichte Erhöhung anstehen. Jetzt würde ich gerne wissen, wo er arbeitet. Ja, bei einer Firma. Das kann ich leider nicht offen sagen. Das können wir hinterher im Vier-Augen-Gespräch vielleicht. Das können Sie nachher gerne fragen. Deshalb ist für mich als Jugendmitglied sehr wichtig, dieses Tariftreue- und Vergabegesetz meinetwegen auch in geänderter Form nochmal anzugehen, umzusetzen, um für bessere Bedingungen nicht nur bei Auszubildenden, sondern auch bei jungen Gesellen, um sie im Beruf zu halten. Wir haben nämlich eine Riesenabwanderung im Handwerk, was die Berufe angeht. Keiner hat Lust, sich rund zu machen für unter 14 Euro die Stunde und dann auch noch in der Rente kaum Geld zu bekommen, wenn man bis dahin überhaupt durcharbeiten kann. Und das ist zu Recht. Super. Vielen Dank. Susanne. Vielen Dank, Ronan. Wir sind fast schon am Ende mit der Runde, deswegen kann ich jetzt nicht mehr eine ganze Runde machen, aber jetzt würde ich tatsächlich Ihnen beiden, weil an Sie beide richteten sich ja dieser flammende Appell, denn für die anderen vier, die haben ja schon gesagt, sie wollen sowieso ein Tariftreuegesetz. Und jetzt auch mit diesem Plakat vielleicht nochmal im Blick, kann das bei Ihnen noch irgendwas auslösen, was Sie gerade gehört haben, dass Sie Ihre Position nochmal überdenken? Das kann eines auslösen, weil an einigen Stellen hat er ja völlig recht. Wir wollen eine möglichst hohe Tarifbindung und wir wollen auch, dass junge Leute eine Ausbildung angehen, gerade in diesen handwerklichen Bereichen. Wir suchen händeringend. Wir haben übrigens wahnsinnig viel mehr Ausbildungsplätze, als wir Bewerberinnen und Bewerber haben. Wahnsinnig viele mehr, als wir Bewerber haben. Wozu wird das führen? Natürlich zu dem, dass irgendwo auch mehr gezahlt werden muss, damit ich die Bewerber kriege, die ich da habe. Das ist Marktwirtschaft. So funktioniert das normalerweise. Nur, bei Ihnen würde das Tariftreue- und Vergabegesetz ja nicht die Bohne helfen. Natürlich. Wie denn? Warum denn? An welcher Ausschreibung nimmt dieser Kfz-Betrieb teil? An eurer? An keiner Ausschreibung nimmt er teil. Quatsch. Weil er sagt, warum soll ich das denn? Die liefern die Autos, die das Land fährt. Warum soll er das denn? So ein Quatsch. Die Ausschreibung, an der die teilnehmen, die das Auto liefern, das ist die BMW-Niederlassung in München und die anderen sonst irgendwo. Diese Kfz-Werkstatt hat an öffentlichen Ausschreibungen noch nie teilgenommen und wird auch zukünftig nie teilnehmen. Das da kannst du schon mal sicher sein. Genau das ist passiert und das ist das Problem. Und das ist ja genau der Unterschied. Also an der das stimmt definitiv nicht, weil die sämtliche Reparaturen dort auch gemacht werden müssen und die Auslieferung wird dort auch gemacht. Und wenn die das nicht erfüllen, wäre es nach dem alten Tariftreuegesetz nicht erlaubt gewesen, dort zu bestellen bei der Firma. Okay. Fertig, aus, Ende der Durchsage. Das muss wiederkommen. Alles nicht richtig. Dann kennen die Firma.
alles nicht richtig und lass mich den Satz wenigstens noch zu Ende führen an der Stelle. Ja. Wenn man wenigstens noch einen positiven Zusammenhang würde herstellen wollen zwischen einem Tariftreue- und Vergabegesetz und dem, was man damit erreichen kann, weil Tarifbindung ist es ja nichts mehr, hat Lars gerade abgesungen. Die Bedingungen, also die echte reale Lohnentwicklung kann es auch nicht sein, denn die lässt sich nicht in irgendeine Korrelation bringen zu dem, was das Tarifteuer hat. Dann könnte es noch sein, dass man wenigstens mehr repräsentative Tarifverträge hätte. Dass man wenigstens das erreicht hätte, mehr repräsentative, auf die man Bezug nehmen könnte. Und wer hat die höchste Anzahl repräsentativer Tarifverträge? Das Land Nordrhein-Westfalen mit über 80. Wir sind an vierter Stelle. Wir haben 64 repräsentativ erklärte Tarifverträge. Und die Länder, die freundlicherweise bei 27 und 28 liegen, was sind das für Länder? Das sind die mit dem schärfsten Tariftreue- und Vergabegesetz. Und jetzt kommt ihr. Was bewirkt ihr mit dem Gesetz für diese jungen Leute? Nichts bewirkt ihr für sie. Okay, wir können jetzt leider das nicht mehr in der Tiefe ausdiskutieren, aber ich denke, die unterschiedlichen Positionen sind klar geworden und ich habe den Eindruck, wir können sie auch nicht umstimmen, Herr Buchholz. Nee, wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Koch? Haben wir da noch eine Chance? Haben die jungen Gewerkschaftsleute noch eine Chance bei Ihnen? Es ist immer flexibel, wenn es um bestimmte Themen geht. Ja, das ist ja gut. Jetzt kennen wir ja alle die Werkstatt nicht. Ich habe auch Verständnis dafür, dass man hier den Arbeitgeber nicht bloßstellt. Aber die spannende Frage ist ja schon, wenn Sie jetzt, oder ich habe das jetzt so verstanden, Sie sind Dienstleister für das Land und reparieren irgendwie Fahrzeugflotte des Landes, haben da einen öffentlichen Auftrag vom Land. Das wäre die Voraussetzung, hat Bert Buchholz gerade erläutert, damit Sie überhaupt unter das Tariftreuegesetz fallen würden. Dann muss man sich ja schon fragen, wieso zahlt Ihr Arbeitgeber jetzt unter Tarif? Hat er den Auftrag vorher gar nicht gehabt? Haben Sie den jetzt erst neu bekommen, den Auftrag? Haben Sie den auch schon vorher gehabt? Wurde vorher bei Ihnen Tarif bezahlt, als es das Tariftreuegesetz gab? Nein. Also es wurde früher auch nicht Tarif bezahlt und Sie hatten den Auftrag trotzdem früher? Ja. Also, ich glaube, das können wir jetzt an dieser Stelle nicht klären. Das müssen Sie vielleicht im Nachgang noch mal klären. Dürfen wir mal einen Faktencheck machen hinterher? Wir treffen uns hinterher und wir tauschen mal aus und wir gehen diesem Fall mal nach und gucken mal, ob es wirklich ein Tariftreue- und Vergabegesetzfall gewesen ist oder nicht. Das können wir dann bitte hinterher einmal auf euren Websites veröffentlichen. Ich bin sicher, das ist kein Problem. Da hätte ich nämlich auch meine Zweifel. Das ist doch eine Verabredung. Ja, okay. Gerne. Alles klar. Ja. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei den... Nochmal, ehe er hier alles bestreitet. Ja. Vielleicht noch mal eine Sache. Ich bin ja absolut für dieses Tariftreue- und Vergabegesetz. Steht bei uns im Programm. Werden wir versuchen durchzusetzen, wollen wir. Ich will nur einmal sagen, es gab ja eine Evaluation des Gesetzes und daran hat sich das nachher immer alles erzürnt. Das heißt, man hat geguckt, war dieses Gesetz für die kleinen und mittelständischen Betriebe richtig oder hat das auch dazu geführt, dass sich nur noch große beworben haben. Und das heißt, wenn wir ein neues Gesetz machen, was wir wollen, dann müssen wir sehr darauf achten, dass wir es so machen, dass wir nicht nur bei den Großen nachher einkaufen, sondern dass die kleinen Betriebe, dass der Mittelstand in Schleswig-Holstein, dass ihr Betrieb das da auch an einer Ausschreibung teilnehmen kann und die Bedingungen, die wir reinschreiben, erfüllen kann. Dann funktioniert das, weil wenn wir es falsch machen, dann bestellen wir nachher nur noch bei den Großen und das kann auf keinen Fall unser Ziel sein. Also ja, wieder machen, besser machen für den Mittelstand in Schleswig-Holstein, für die Ausbildungsplätze hier vor Ort. Vielen Dank. Dann sage ich vielen Dank an euch beide, Tom und Susanne. Wir gehen in die zweite Runde. Und ich bitte jetzt den Ralf Becker auf das Podium von der IGBCE und dann den Jan Hagenstein von der IG Metall Jugend. Ihr könnt euch auch wieder verteilen oder auch beide hier, wie ihr wollt. Ihr könnt auch beide, ich kann auch hier nach unten treten, dann habt ihr hier Platz, wie euch das lieber ist. Das Mikro, genau, brauchst du. Okay. Ralf, dann hast du jetzt das Wort. Okay, dann lass mich beginnen. Ich versuche es mal in 90 Sekunden hinzubekommen. Die Industrie steht, glaube ich, vor den größten Transformationsprozessen oder ist in den größten Transformationsprozessen, die die Industrie überhaupt jemals in Deutschland erlebt hat. Ich glaube, das ist unstrittig. Dazu ist die Energiewende ist ein Element davon. Und meine Frage ist einfach, ich will das nicht mit Positionen jetzt bepflastern, sondern kurz machen, meine Frage ist, was sind Ihre ersten drei Schritte als Landesregierung, diese Energiewende mit in Angriff zu nehmen? Und mir geht es nicht darum, das so schnell wie möglich umzusetzen oder sonst was, sondern ich will industriepolitisch wissen, was sind Ihre ersten drei Elemente, die Sie angehen wollen? Zweiter Punkt,
Wenn man sich die Industrie anschaut, dann haben wir ein Problem. Wir haben sehr viele Altanlagen in der Industrie. Es gab kaum Neuinvestitionen. Warum? Alles ist relativ unsicher. Keiner weiß genau, wie sich die Strompreise entwickeln, Energiepreise entwickeln und so weiter. Und deswegen investiert die Industrie relativ wenig. Im Transformationsprozess muss aber investiert werden. Richtig. Was tun Sie, um solche Investitionen zu fördern? Welche Möglichkeiten wird das Land ausschöpfen, um genau da auch Industriearbeitsplätze in Schleswig-Holstein zu halten und zu fördern? Das sind meine zwei Fragen. Wunderbar. Sehr konkrete Fragen. Gehen wir auch gleich in die Runde. Aber erst Jan. Funktioniert das Mikro? Oder? Nee, im Moment. Nee. Noch nicht. Muss es anschalten? Ja, jetzt vielleicht? Ja. Ja. So, ich bin ja wie gesagt für die Jugend hier und natürlich kommen wir mit ein paar Forderungen daher. Also, als erstes fordern wir ein arbeitgeberfinanziertes Azubi-Ticket. Unter anderem als Anreiz dafür, dass wir auch als junge Leute mal vom Auto wegkommen. Unter anderem auch, weil wir, auch wenn wir zum Beispiel tariflich bezahlt werden, wie ich selbst, nicht zu viel Geld übrig haben. Ich muss Miete zahlen, ich muss jetzt momentan leider mein Auto zahlen, was unter anderem wegen den erhöhten Spritpreisen alles andere als billig ist. Das kommt dann dazu noch, dass wir auch einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs fordern, weil ich komme selbst vom Land, ich weiß, dort ist die Lage nicht nur zu wünschen übrig, sondern miserabel. Zweitens fordern wir eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Jeder junge Mensch sollte das Recht haben auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Diese umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie soll finanziert werden aus Zukunftsfonds und Branchenfonds, damit auch unter anderem in Deutschland die duale Ausbildung weiterhin eine Zukunft hat. Und zu guter Letzt ist die Transformation ja nicht nur ein positiver Aspekt der heutigen Zeit, sondern auch eine Bedrohung für einige Arbeitsplätze. In der Automobilbranche sind Arbeitsplätze davon nicht nur gefördert, sondern die Zulieferer können dadurch auch gefährdet werden. Wie positionieren Sie sich dazu und wie wollen Sie unsere Arbeitsplätze auch in 20 Jahren in der Automobilbranche oder Zuliefererbranche sichern? Vielen Dank. Da haben wir jetzt eine ganze Menge an Fragen zusammen. Jetzt fangen wir mal mit Frau Heinold an. Frau Heinold, gerne. Das ist jetzt viel, ne? Das war viel. Ich mache einen Teil, sonst reicht die Zeit ja nicht. Vielleicht einmal zur Mobilität, die Sie angesprochen haben. Wir haben ja das Jobticket eingeführt, was auch für die Arbeitgeber, natürlich für die Auszubildenden genutzt werden kann. Aber wir wollen als Grüne ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen unter 21, ein Modell, was sich sehr bewährt hat in Hessen. Das soll es auch in Schleswig-Holstein geben. Und wir wollen natürlich bei der Mobilität nicht nur die E-Mobilität mit Ladesäulen stärken, sondern eine Mobilitätsgarantie auf dem Land. Ein bisschen kompliziert, könnte man lange drüber sprechen, weil das mit Rufbus, Ruftaxi und anderem zu tun hat, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, all das nutzt. Da muss richtig was passieren auf dem Land. Ich habe da Jahrzehnte gelebt. Ich weiß, wie bitter das ist, wenn höchstens der Schulbus da morgens einmal durchfährt. Dann wird er auch nicht genutzt. Ich springe mal einmal zu dem anderen Punkt. Was machen wir, um Arbeitsplätze zu sichern hier in Schleswig-Holstein? Und wir haben ja in Schleswig-Holstein mit der Energiewende eine Riesenchance, weil wir hier so viel Wind produzieren. Wir wollen mehr Flächen ausweisen für Wind. Wir wollen außerdem bei der Photovoltaik massiv entbürokratisieren, damit wir da wirklich auch vorankommen. Und die großen Betriebe haben gesehen, das ist interessant in Schleswig-Holstein, hier weht der Wind, wir haben erstaunlicherweise auch Sonne, hier entstehen die Arbeitsplätze in der Wasserstofftechnologie, mit der Batteriezellenforschung, wir können Wissenschaft, Wirtschaft gut kombinieren. Und deshalb, mich schmerzt es immer ein bisschen, dass wir mit der Energiewende nicht da sind, wo wir sein müssten. Wir müssten viel weiter sein. Aber meine Kollegen, die hier alle sitzen wollten, ja immer Öl, Gas und Kohle. Aber jetzt ist der Moment, um umzusteuern. Das sind die Arbeitsplätze der Zukunft hier bei uns im Land. Vielen Dank. Herr Koch. Ja, wir sind
Die ersten drei Schritte haben wir schon längst gemacht. Wir sind mitten dabei, nicht nur Arbeitsplätze zu sichern, sondern in großer Zahl neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ich will einmal nach 2018 zurückblicken. Da gab es diese Batteriezellenforschung vom Bund ausgeschrieben. Das war das Projekt, was am Ende bei Frau Karliczek im Wahlkreis landete. Das erinnert, glaube ich, jeder. Da haben wir den Hut in den Ring geworfen. Wir bewerben uns auch mit dem Fraunhofer-Institut Siliziumtechnik in Itzehoe. Da haben wir ganz vorne mitgespielt, mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen konkurriert. Haben wir damals nicht gewonnen, aber waren auf einmal auf der Landkarte. Und der Lohn dieses Inputs, den wir gegeben haben, ist die Batteriezellenfabrik, die Bernd Buchholz vorhin schon anderen. 3000 neue Arbeitsplätze, 4 Milliarden Euro Investition. Da setzen wir jetzt noch einen drauf. Großindustrielle Wasserstoffproduktion in der Region Heide. 200 Millionen Euro vom Land, 400 Millionen Euro vom Bund, macht schon mal allein 600 Millionen öffentliche Förderung plus private Investitionen. Also auch die nächste Milliardeninvestition. Also nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern neue Arbeitsplätze schaffen. Wir werden zum klimaneutralen Industrieland. Wir machen jetzt die Entwicklungen, die holen wir nach, die die Bayern uns vorgemacht haben. Vom Agrarland zum Industrieland. Wir sprechen nicht mehr über Sicherung, wirklich über Aufwuchs, über Ausbau. LNG-Terminal, nächste Milliardeninvestition in Schleswig-Holstein. Weshalb? Weil wir als Landesregierung dafür 5 Jahre immer schon geworben haben. Deswegen sind wir auch da jetzt auf der Landkarte, deswegen hat der Bund uns jetzt vor Augen. Azubi-Ticket, Job-Ticket haben wir, gilt auch für Azubis. Landesweites Azubi-Ticket machen wir aber auch, ähnlich wie das Semester-Ticket für die Studenten, zu gleichen Bedingungen wünschen uns das auch für Azubis. Mobilität bauen wir aus im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch für die Kfz-Mechaniker, die wir neben Elektro auch Wasserstoff fördern. Dankeschön. Herr Koch hat natürlich einen Vorteil, weil er so schnell sprechen kann. Ja, ich versuche das ja wieder Zeit einzuhalten. Bleiben wir erstmal bei denen, die in Verantwortung sind, und dann gehen wir zu der anderen Seite, die sozusagen im Moment in der Opposition ist. Herr Buchholz, gibt's irgendwas sehen Sie was anders als Herr Koch und Frau Heinold? Wir könnten da noch beim Azubi-Ticket ja nochmal drüber reden. Das Wichtigste ist, und da hat Monika Heinold völlig recht, es ist die größte Chance, die Schleswig-Holstein jemals hatte, ist die Energiewende industriepolitisch zu nutzen. Dazu braucht es aber auch Voraussetzungen, dass wir die Chancen ergreifen. Wir brauchen zum Beispiel Flächen, und zwar Industrieflächen, hier und an der Westküste. Diese Flächen müssen wir bereitstellen. Man kann jetzt nicht sagen, wir brauchen Flächen für Windkraftanlagen, und damit haben wir es jetzt leider geschlossen, weil mehr als 1,3 Hektar Flächenverbrauch am Tag soll es in Schleswig-Holstein nicht geben. Dann werden wir keine Flächen für die Industrieflächen brauchen, die wir brauchen. Und ich sage mal, Northvolt in Heide ist ja nur der Anfang. Northvolt hat Zulieferindustrie, die dazugehört, die ringsherum sich ansiedeln soll und ansiedeln wird. Das Reallabor der Westküste, also die Wasserstoffproduktion dort, ist ein Arbeitsplatzfaktor von weiteren 1500 Arbeitsplätzen an der Stelle. Da stellt sich eher die Frage, wo sollen die eigentlich herkommen? Und was tun wir eigentlich dafür, dass wir die Menschen dort angesiedelt, dass wir sie ausgebildet und dass wir sie dort beschult und unterrichtet bekommen? Das sind die Herausforderungen der Zukunft der Industriepolitik. Steht übrigens alles im industriepolitischen Papier und im Ansiedlungsstrategiepapier der Landesregierung drin, dass wir genau dahin wollen. Und dass das jetzt erste Früchte trägt, finde ich, ist erste Früchte, aber man muss es eben jetzt massiv in diese Richtung weitertreiben. Und es sind übrigens dann die hochwertigen Arbeitsplätze, die wir alle brauchen, weil wir ja immer kritisiert haben, dass wir im Medianlohn in diesem Land leider nur das schlechteste westliche Bundesland sind. Woran liegt das? Weil wir so wenig industriepolitische Arbeitsplätze haben. Antwort auf das, was in der Industrie stattfindet, selber, Transformationsprozess. Nur ein Wort, weil es auch um Caterpillar geht. Wir müssen ehrlich bleiben dabei. Wir können nicht sagen, dass wir nicht mehr wollen, dass Dieselmotoren produziert werden, weil wir Alternativen wollen, und dann anschließend bedauern, dass ein Investor sagt, okay, aber ich will nichts anderes produzieren als das, jetzt gehe ich da raus. So, jetzt muss ich Sie leider stoppen. Weil ja, ist ein bisschen schade, weil das wäre jetzt wirklich noch ein Riesenthema. Dann noch die Chance, dann nehmen wir das gerne. Herr Losse-Müller, Sie guckten kritisch. Naja, also die Basis dafür, dass wir die Industrie sichern und die Transformation hinkriegen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich stand schon 2017 in den Gasthöfen dieser Republik und habe für mehr Windkraft gekämpft, als Daniel Günther noch durch die Lande gezogen ist und gesagt hat, dass er die Windkraftplanung stoppen will. Das hat er geschafft. Wir hatten 2.981 Windkraftanlagen 2017 und im Januar 2022 hatten wir auch 2.981 Windkraftanlagen in diesem Land. Null Anlagen dazugekommen. Die sind etwas effizienter geworden, produzieren ein bisschen mehr, 400 Megawatt, aber das wäre das gewesen, falsch. Was da in 5 Jahren dazugekommen. Nein, das ist falsch. Das ist nicht falsch. Doch. Das sind die Zahlen. Fragen Sie Herrn Dr. Dolkner heute im Landtag, das ist falsch. Die 400 ist falsch für 5 Jahre. Sondern? 800. Ja gut, okay. Das ist ein Kernkraftwerk, was dazu gekommen ist, mit erneuerbaren Energien. Aber es hätten pro Jahr 400 sein müssen und nicht in 5 Jahren 800. Ja. So, und darum geht es jetzt. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Und zwar überall. Mit mehr Flächen an Land, sind wir uns einig mit den Grünen. Mit mehr Wind auf dem Meer,
Solar auf den Dächern, Solar in der Freifläche. Und dafür steht die SPD. Wir haben die letzte Wahl deswegen verloren. Und trotzdem schreiben wir das wieder auf die Fahne, auch weil wir wissen, dass jetzt insbesondere die Industriegewerkschaften endlich an unserer Seite stehen da und wir das zusammen erkämpfen werden. Und der zweite Punkt ist, diese Transformation wird kompliziert. Und sie wird auch bedeuten, dass einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer andere Jobs machen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt schon gucken, wo sind die Sektoren, die in Zukunft kommen, wie bilden wir weiter und sichern, dass das auch wieder gute Arbeitsplätze mit Tariflöhnen sind. Ohne das wird es nicht gehen. Und wir brauchen eine Industriepolitik, die wirklich mit den Unternehmen und Gewerkschaften zusammenarbeitet, weil es geht nicht einfach so. So eine Ansiedlung ist super, freuen wir uns drüber, aber die Transformation gerade der chemischen Industrie braucht mehr als das. Dankeschön. Genau. Ich glaube, zum Azubi-Ticket, weil Sie das jetzt nicht gesagt haben, aber das, wenn ich das richtig gesehen habe, wollen das sowieso alle hier, die mehr oder weniger in vielleicht ein bisschen unterschiedlichen Formen, aber im Grunde, es gibt das da, glaube ich, auch eine Einigkeit bei allen. Auch der Ausbau des ÖPNV steht, soweit ich weiß, in allen Wahlprogrammen drin. Sicherlich auch mit Unterschieden steht. Ja. Genau. Herr Harms. Sie nicht. Nein, Moment, bitte keine, ich schon keine, wieder, ich habe noch gar nicht Luft geholt und ich quatsche schon wieder dazwischen. Bitte. Da haben Sie sind dran. So, ich versuche es einfach mal, mich durchzusetzen. Versuch's mal. Also klar, Monika hat recht, wir brauchen Azubi-Ticket, aber das hilft ja nicht vollends, sondern das wurde ja gerade eben auch beschrieben, ich wohne auf dem Land, ich brauche mein Auto und das wird einfach hammer teurer durch die Kosten, die jetzt entstehen. Deswegen müssen wir bei Energiekosten, bei Heizkosten, bei Benzinkosten, müssen wir runter mit den Preisen. Das geht nicht anders. Das ist eine kurzfristige Geschichte, muss aber sein. Es reicht nicht von Juni bis August, das runterzusetzen, sondern wir müssen das dauerhaft haben, weil sonst steht ihr im Herbst vor dem gleichen Problem. Und das leitet dann über auch zur Industrie, weil die genau das gleiche Problem haben. Die heizen nämlich auch und die haben auch Autos, die brauchen auch die Unterstützung, weil sonst die Unternehmen eben die Schwierigkeiten haben. Und ein letzter Punkt, was die Energiewende angeht. Wir brauchen eine neue Windkraftplanung, weil wir brauchen mehr Flächen. Wir brauchen ein Dachkataster hier in Schleswig-Holstein, damit wir in der Lage sind, herauszufinden, wo man dann auch erneuerbare Energien auch auf den Dächern machen kann, damit die Leute selber auch ihr Geld verdienen können. Und wir brauchen als drittes eben wesentlich mehr Geld auch in die Erforschung von erneuerbaren Energien, auch hier bei uns. Und deswegen macht ein LNG-Terminal keinen Sinn, weil das frisst Milliarden und diese Milliarden könnten wir besser in die erneuerbaren Energien einsetzen. Okay, da haben wir sicherlich auch einen Dissens, ganz offensichtlich hier auf dem Podium, auch was LNG angeht. Aber wir können leider nicht auf die einzelnen Dinge so genau eingehen. Aber das ist ja, das war sehr schade. Ja, das ist schade, das stimmt. jetzt haben wir aber noch mal Herrn Knicke-Blitschau. Sie haben gerade auch heftig genickt, als Herr Harms gesprochen hat. Ja, also tatsächlich beim Thema LNG-Terminal sind wir uns da völlig einig. Mhm. Also jetzt noch groß viel Geld in fossile Energieträger zu stecken, das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Es dauert Jahre, bis das fertiggestellt wird. Wenn man da ein Terminal hinstellt, dann muss das wasserstofftauglich sein, zwar von vornherein und nicht umgerüstet werden. Ammoniak wäre auch eine Lösung. Wir glauben, dass es ein großes Engagement der öffentlichen Hand braucht, um diese industriepolitischen Prozesse auch sozialverträglich zu gestalten. Ich will da ein Beispiel für nennen. Wenn jetzt in Heide dieses Batteriewerk kommt, was natürlich sehr wünschenswert ist, dann wird es dort massiven Mangel an Wohnraum geben. Das ist jetzt schon klar, da werden die Mieten nach oben schnellen. Wir befürworten darum, dass man da auch gleich mit öffentlicher Hand plant, den Wohnraum für die 3000 Leute, die da untergebracht werden sollen. Denn sonst gehen die Mieten durch die Decke und man kriegt Situationen wie in Sylt. Die Leute arbeiten dazu, sie können aber bloß leider nicht wohnen. Das ist ein Problem, das liegt jetzt schon auf der Hand. Wir wollen auch, dass öffentliche Finanzierung sichergestellt wird, dadurch, dass sich die öffentliche Hand auch bei dem Aufbau von Energieversorgern engagiert. Im Moment läuft es so, jeder, der eine große Fläche hat und ein paar Millionen übrig, der haut da jetzt Solaranlagen drauf oder eine Windkraftanlage, geht leider im Moment nicht, aber Solaranlagen gehen schon. Wir sind der Meinung, das ist ein Feld, wo die öffentliche Hand auch Einnahmen generieren kann und damit dann eben solche Wohltaten finanzieren, wie beispielsweise auch einen wirklichen Ausbau des ÖPNV, denn das, sag mal, wenn man sagt, Schuldenbremse einhalten und ÖPNV ausbauen, dann muss man erstmal auch sagen, okay, wo kommt das Geld her? So, wir sind sowieso dagegen, die Schuldenbremse einzuhalten, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man Geld herbekommen kann. Vielen Dank. Ralf, ein Kommentar, ein kurzer Kommentar von euch beiden.
Ich möchte, dass wir in Wertschöpfungsketten denken. Ich möchte, dass wir nicht nur das Windrad sehen, sondern auch, was da drin ist. Und da gehört chemische Industrie zu, da gehört die Metallindustrie zu, da gehört die Betonindustrie zu, alles energieintensive Industrien. Wir brauchen Sicherheit an Energie und auch genügend Energie. Und deswegen muss man in der Tat erneuerbare Energien ausbauen. In 2021 hat kein neues Offshore-Windrad den Dienst angetreten. Das ist eigentlich sehr traurig und das muss man einfach nochmal sagen. So macht man die hier ansässige Industrie kaputt. Das darf nicht wieder passieren und da muss mehr passieren. Da muss man wirklich von Politikseite aus tätig werden und das auch wirklich fördern. Das ist ein Fakt, wenn wir schon über Fakten reden. Weil für Offshore sind wir gar nicht zuständig. Der zweite Fakt ist, dass wir, aber trotzdem gab es kein neues Rad. Ja, das mag ja sein, aber sind wir nicht für zuständig. Der zweite Fakt ist, dass wir sicherstellen müssen, dass die Industrie tatsächlich auch genügend Energie zur Verfügung hat. Wir sind gerade in einer Situation, wo es sein kann, dass der Gashahn plötzlich abgedreht ist, warum auch immer. Das sage ich jetzt, muss man nicht, ob von uns oder von anderen, spielt keine Rolle. Musst du ihm sagen. Wenn das so sein sollte, dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie diesen Wertschöpfungskreislauf auch aufrechterhalten, weil ansonsten wird unsere Volkswirtschaft ziemlich am Stock gehen. Das ist ganz einfach so und deswegen müssen wir das beschleunigen. Und ich möchte gerne, dass Sie das beschleunigen, dass man sich da hinsetzt und wirklich mal einen Plan macht. Was müssen wir denn machen, damit wir am Ende da ankommen, wo wir hinkommen wollen? Wenn das mal offen wäre, dann könnte jeder Bürger es auch nachvollziehen und dann würde er auch viel mehr Akzeptanz mitbringen, wie man die Energiewende auch organisiert. Ich weiß, Sie können kaum an sich halten, aber ich muss trotzdem erstmal hier dem jungen Kollegen das Wort geben. Ja, nachdem jetzt vorhin in der Runde auf jeden Fall die Ausbildungsgarantie nicht erwähnt wurde, gehe ich mal weiter darauf ein, dass das Azubi-Ticket, auch wenn es in so mancher Form jetzt hier auch in den Plänen ist, wenn schon Azubis nicht Mindestlohn gezahlt wird, dann kann sich doch wohl auch ein Arbeitgeber leisten, uns ein solches Azubi-Ticket für zum Beispiel eben 365 Euro im Jahr zu sponsern bzw. zu übernehmen. Das ist doch nicht gemäß, dass wir, wenn wir schon sowas wie den Mindestlohn als Azubis nicht bekommen, nicht mal solche Unterstützung vom Arbeitgeber erwarten können. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Appell, nehmen Sie das mal mit und ich würde gerne einmal und dann ganz kurz tatsächlich per Handzeichen fragen, gibt es denn irgendjemand von Ihnen, der diese Idee der Ausbildungsgarantie übernehmen würde und forcieren würde? Nein? Gar niemand. Wir haben eine Arbeit drin. Okay, weil das war ja, also weil, da wurde ja gar nicht drauf eingegangen, da muss man zumindest mal, jetzt wissen wir auch warum, ne? Warum nicht drauf eingegangen wurde. Okay. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir alle über Fachkräftemangel diskutieren und dass wir so viele Ausbildungsplätze haben, die nicht besetzt werden können. Und deshalb ist die Garantie, das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist gute Berufsschulen, gute duale Ausbildung. Und ich will an der Stelle einmal sagen, vor allem müssen wir aufhören, den jungen Leuten zu sagen, ihr müsst alle Abi haben, ihr müsst alle studieren haben, sondern die Wertschätzung fängt in der Schule an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt darf Herr Knigge-Blitzschau auch noch mal kurz was zu sagen. Das höre ich immer wieder, dieses mit der Wertschätzung. Und ehrlich gesagt, das macht mich mittlerweile ein bisschen wütend, weil das geht hier nicht nur um einfach Wertschätzung, sondern wir haben hier gerade gehört, dass sich sozusagen ÖPNV-Tickets nicht geleistet werden können. Was wir hier sehen bei den Ausbildungsvergütungen, das ist krasses Marktversagen. Dass das Handwerk, das stöhnt seit Jahren, also seit mindestens 5 Jahren stöhnen die darüber, dass sie keine Auszubildenden haben. Ich habe mir das mal angeguckt, wie die Ausbildungsvergütungen sich entwickelt haben. Das sind so Steigerungen von 3-4%, also nee, nicht 4%, Entschuldigung, 2-3%. Ja. Das kann doch irgendwie nicht sein. Wenn das, ne, und ich finde wissen das Sie, nicht. Wissen glaube, Sie, warum Sie das nicht nachvollziehen können? Ich möchte den Satz zu Ende reden. Ja. Ich möchte den Satz, so, und ich finde es nicht richtig, dass man sagt, das ist nur eine Frage der Anerkennung. Das ist wirklich eine ganz materielle Frage. Und ich möchte nicht den Weg zum Abitur sozusagen Leuten abschnacken und sagen, das ist auch total wertschätzend hier. Arbeite mal für 500 Euro, ist nicht okay. Wissen Sie, warum Sie das nicht verstehen? Weil Sie Abi und studiert haben. Und das ist genau der Punkt. Jesus Christ. Ja, das ist genau der Punkt.
die jungen Leute, die in der Schule sind, die kriegen eingetrichtert und die spüren das, dass du nur etwas wert bist, wenn du Abi schaffst und studierst. Und das ist Mist und davon müssen wir weg, weil wir die jungen Leute in den Berufen brauchen. Und das müssen wir sagen. Das führt uns jetzt ein bisschen leider weg von unserem Thema. Deswegen muss ich das jetzt leider ein bisschen hier abschneiden. Dürfen wir noch auf einen Widerspruch hinweisen? Wenn Sie sich ganz kurz fassen, dann dürfen wir noch. Ich möchte nur auf einen Widerspruch hinweisen. Sie haben gesagt, die Industrie braucht Versorgungssicherheit im Energiebereich. Warum bauen wir jetzt ein LNG-Import-Terminal? Um genau das zu gewährleisten. Weil wir es anders gar nicht hinbekommen können. Und wenn dann Applaus gemacht wird für, nach dem Motto, es ist Unsinn, in Fossile zu investieren, dann muss man sagen, was passiert im Campuspark in Brunsbüttel, wenn es jetzt ein Gasembargo gibt, dann gehen da die Lichter aus und Tausende von Arbeitsplätzen gehen verloren. Deshalb bauen wir ein LNG-Import-Terminal. Nicht, weil wir die fossilen Energien so toll finden, sondern weil wir die Energieversorgungssicherheit für die industriellen Arbeitsplätze brauchen und natürlich langfristig durch regeneratives ergänzen. Dankeschön. Jetzt 2024 am Netz. 2024 am Netz mit dem Beschleunigung, die heute der Schleswig-Holstein schlägt. Okay. Bitte? Ich habe hier... Habe ich nicht verstanden. Das ist schwierig. Also wenn er wirklich eine ernsthafte Antwort erwartet. Ich muss das jetzt hier leider unterbinden. Sie Schade, können gerne. Wir haben nachher nach dieser Veranstaltung noch Zeit, dann können Sie gerne bilateral sprechen. Aber das ist jetzt schwierig. Der Herr Harms muss jetzt ganz kurz, weil Sie wegen LNG angesprochen wurden, aber bitte auch ganz kurz. Ja, natürlich. Das geht auch relativ einfach. Erstens, wir bekommen 2022 das erste Schiff, wo man LNG anlanden kann und 2024 zwei weitere. So die russische Karte brauchen wir nicht mehr spielen, sondern da wird schon was getan und da wird es auch angelandet werden können. Und zwar kurzfristig. Die Dinger kann man auch sofort wieder abbestellen, wenn man sie nicht braucht. Dieses LNG-Terminal wird 40 Jahre lang laufen und uns 40 Jahre lang an Gaslieferungen binden, unter anderem auch aus Katar. Und genau das wollen wir nicht, weil das ist der falsche Weg. Diese Kohle kann man besser investieren. Okay, gut. Nee, ja, da gibt es offensichtlich starke Differenzen, aber auch, wie gesagt, das ist ja auch, dafür sind wir ja auch da, dass die... Das, auch hier im Raum, ganz offensichtlich, genau. Es ist ja auch schön, wenn nicht immer alle sich so fürchterlich einig sind. Ne? Ich würde gerne an dieser Stelle, weil das wollte ich eigentlich erst im Nachhinein machen, aber weil wir jetzt bei der Industriepolitik sind, haben wir nämlich hier auch noch den Achim Haß von TKMS, den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden. Und jetzt würde ich doch, obwohl wir es vorhin anders abgesprochen haben, dich bitten, jetzt eben kurz deine Frage da auch einzuwerfen, weil es jetzt thematisch passt und nachher passt es nicht mehr. Ja, das heißt, sonst würden wir noch mal darauf zurückkommen, auf das Thema, und wir haben ja noch so viele andere Themen. Deswegen würde ich dich bitten, das jetzt zu tun, wenn das für dich okay ist. Aber das ist auch wieder mit den 90 Sekunden so ein Problem. Ja. Nein, Quatsch. Wir haben jahrelang darum gerungen, dass die Schlüsseltechnologien auf den Werften und in den Zuliefererindustrien wieder in das Koalitionspapier der Bundesregierung aufgenommen worden ist. Wissen Sie alle, haben wir lange darum gerungen, um diese Arbeitsplätze zu schützen. Was erleben wir jetzt? Weiterhin Werften sterben. Wir erleben Zulieferer, die in Bedrängnis kommen. Wir erleben maritime Koordinatoren, die sich nicht kümmern. Und wir erleben weiterhin Aufträge, die ins Ausland gehen. Und da frage ich natürlich als Vertreter von den Arbeitnehmern, was gedenken Sie eigentlich zu tun, weil Sie auch nach Berlin gut vernetzt sind, das wissen wir alle. Sie sitzen in den entscheidenden Ausschüssen. Was tun Sie eigentlich, um für das Land Schleswig-Holstein diese gut bezahlten, tariflich bezahlten Arbeitsplätze hier im Land zu halten und zu sichern? Das wäre meine Frage zur Industriepolitik und zur maritimen Wirtschaft, weil das treibt uns natürlich um. Das sind Tausende von Arbeitsplätzen auch hier im Land. Da wir nicht mehr alle fragen können, von wem willst du jetzt eine Antwort? Also in erster Linie natürlich von den Spitzenkandidaten der FDP, weil das ist das Wirtschaftsministerium. Wir stellen immer wieder fest in Berlin, die Ministerien reden nicht miteinander. Vielleicht reden die ja mal mit Berlin. Ja. Okay, gut. Dann haben wir die Frage platziert. Also der maritime Koordinator der Landesregierung ist ein ehemaliger Mitarbeiter von euch. Bundesregierung. Dass der nichts tut, kann man nicht sagen. Ja, Frau Müller kommt von den Grünen, kann ich jetzt wenig zu sagen, habe ich erste Erfahrungen mitgemacht. Zweites Thema, Schlüsseltechnologie, das wissen Sie besser als alle anderen im Saal hier, bezieht sich auf militärischen Schiffbau. Beim militärischen Schiffbau müssen wir die Technologie im Lande behalten und da müssen wir die Aufträge entsprechend auch im Lande halten. Deshalb wird TKMS von den 100 Milliarden, die wir als Sondervermögen in Berlin gerade beschlossen haben, massiv profitieren. Bei TKMS sind die Auftragsbücher bis 2029 voll. Und Sie haben eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Nicht
Das Werftensterben an anderer Stelle findet nicht im militärischen Schiffbaubereich statt, sondern findet in dem Bereich statt, das sehen wir bei den MV-Werften und bei den Problemen, die wir da haben. Das ist ein Schiffsfinanzierungsthema, das ist auch ein Marktthema, das wir da haben, wo wir es in Schleswig-Holstein geschafft haben, einigermaßen solide dafür zu sorgen, dass auch die Werften eine, ich sag mal, Nischenausrichtung haben, bei der sie alle eine Perspektive auf eine wirklich gesunde Zukunft haben. Das gilt auch für Nobis Krug, das gilt auch für die FSG in Flensburg und das gilt vor allem für TKMS und German Naval Yard hier in Kiel. Dankeschön. Bitte. So, wir müssen leider weitermachen. Wir könnten jetzt noch ganz diese Sachen vertiefen. Das tut mir auch sehr leid, dass wir das nicht können. Aber immerhin sind auch hier, denke ich mal, die... Ja. Sie können auch dann... Also ich glaube, Herr Buchholz hat noch ganz viel Zeit im Anschluss an diese Veranstaltung noch für weitere Gespräche. Und die anderen haben vielleicht auch... Weiß ich nicht, ob sie noch Zeit haben. Aber vielleicht müssen wir manche Debatten auch verschieben. Hier müssen wir uns leider ein bisschen beschränken. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Ralf und Jan. Die dritte Runde auf die Bühne. Genau, Astrid Henke hier von der GW hat vorhin sich kurz schon mal vorgestellt und Thorsten Jäger von der GdP. Genau. So, wir haben es jetzt mit dem öffentlichen Dienst zu tun und auch mit Schulen. Also wir müssen jetzt mal vom Kopf her umschwenken auf ein ganz anderes Thema. Astrid, du hast das Wort. Ja, ich fange mit dem anderen an. Wir brauchen die jungen Leute überall. Und wenn wir den jungen Leuten gute Bildung geben und gute Bildungschancen, dann suchen die sich aus, wo sie hingehen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass sie gute Bildung haben. Und dann können sie sich aussuchen, ob sie je nach Schulabschluss, und wenn dann die Löhne reichen und die Ausbildungsvergütung reichen, dann suchen die sich schon die Ausbildung aus, die sie dann kriegen. Aber die Chancen müssen sie haben. Und wir sollen nicht von vornherein sagen, bleib du mal bei deinen Leisten, lieber Schüler oder liebe Schülerin. Das vorweg. So, und was müssen wir dafür tun, dass das auch geht? Den Punkt wollte ich ansprechen. Wir haben in den Schulen, ist klar, Fachlehrkräfte, Fachlehrerinnen sind entscheidend, dass man gut lernen kann, wenn die was von ihrer Materie verstehen. So, und wenn wir, ja, es ist total wichtig. Und wir haben momentan eine Situation, dass wir leider nicht mehr genug ausgebildete Lehrkräfte für die Stellen finden. Wir haben eine Situation, dass wir an Grundschulen die Lehrkräfte keine Ausbildung haben oder auch Förderzentrumskolleginnen nicht genügend ausgebildet haben. Wir haben also nicht genügend ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, wir haben nicht genug Bewerberinnen, weil eben die Bedingungen so sind, wie sie sind, nicht gut sind. So, und deshalb ist meine Frage, noch ein Punkt dazu. Die Situation ist sehr unterschiedlich in den Kreisen. Dadurch, dass wir zu wenig haben, suchen die sich auch aus, wo die hingehen. So. Und dann haben wir eine Situation, dass wir in manchen Regionen eben Schulen haben, die haben eben weniger ausgebildete Lehrkräfte als andere Schulen. Oder Kreise weniger ausgebildete Lehrkräfte als andere Kreise. Und deshalb haben wir sehr ungleiche Lernsituationen, je nachdem, wo man dann zur Schule geht. Meine Frage ist, was tun Sie dafür, dass das ein Ende hat, dass wir gleiche Bildungschancen, gleiche Lernchancen in den Kreisen und Regionen des Landes haben? Vielen Dank. Klare Frage. Gehen wir gleich nachher in die Runde. Thorsten. Ja, ich möchte gerne zwei Themen aufwerfen. Wir mussten in den vergangenen Jahren immer wieder, ich nenne es jetzt mal Doppelverhandlungen gehen, als ÖD-Gewerkschaft zunächst in manchmal sehr schwierige Tarifverhandlungen. Wenn wir dann zu einem Ergebnis gekommen sind, dann sind wir in Gespräche, Verhandlungen eingestiegen mit der Landesregierung um die Übertragung auf Besoldung und Versorgung. Wir fordern ganz klar ein Bekenntnis der Politik, zukünftig die Ergebnisse der Tarifverträge inhalts-, wirkungs- und zeitgleich auf Besoldungsempfängerinnen und Versorgungsempfängerinnen zu übertragen. Und ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie dazu stehen. Und ein zweites Thema, viel wichtiger finde ich, das ist Gewalt. Das Thema Gewalt gegen Polizeibeamten, gegen Medienvertreter, gegen Politik, gegen Verwaltungsbeamten, Feuerwehrkameradinnen und so weiter. Das macht uns manchmal sprachlos und fassungslos. Ein Beispiel: am kommenden Wochenende werden die Mai-Demonstrationen in Berlin stattfinden. Mehr als 5000 Polizistinnen sind dort eingesetzt. Gestern Abend durch die Franziska Giffey dazu erleben. Sie hat gesagt, dass sie trotz dieser hohen Polizistinnenzahl in Berlin wieder mit gewalttätigen Ausschreitungen rechnen. Ich möchte
darüber hinaus die erschreckende Zahl erwähnen, die wir jetzt gelesen haben, die der Verfassungsschutz bestätigt, dass 30% der Menschen in der Bundesrepublik nicht mehr an die Werte unserer Demokratie glauben. Und jedes fünfte Kind in Schleswig-Holstein lebt in Armut oder ist von Armut bedroht. Und wenn ich dieses gesamte Konglomerat mir betrachte, was wollen Sie gegen diese Situation tun? So, haben wir ein paar konkrete Themen. Einmal die Bildungsgerechtigkeit, wir haben das Thema Übertragung TVL auf Beamtenbesoldung und Versorgung, wir haben das Thema Gewalt gegen öffentlichen Dienst und dann vielleicht auch noch Kinderarmut, aber das ist, weiß nicht, ob wir das auch noch abhaken können, aber zumindest diese drei Themen haben wir. Jetzt fangen wir mal mit Herrn Harms an. Das ist eine richtige Herausforderung. Fange ich also mal mit der Knete an. Inhalt wirkungsgleich und zeitgleich Übernahme, ja, eindeutiges Bekenntnis dazu. Und ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Wir haben immer noch eine Baustelle offen, die noch nicht gelöst ist, nämlich die Frage des Weihnachtsgeldes für unsere Beschäftigten. Seit 2007 ist dieses Weihnachtsgeld nicht mehr in den Taschen der Beschäftigten, sondern in den Taschen des Landes. Und wir haben immer gesagt, und daran fühle ich mich auch verpflichtet, dass dieses Geld zurückgegeben wird, wenn es uns dann besser geht. Und es geht uns definitiv besser als noch 2007. Und es gibt ja auch positive Angebote aus der Beschäftigtenseite heraus, dass man auch einen Kompromiss machen will. Und ich finde, da sollte man mit den Leuten dann auch eben entsprechend ins Gespräch kommen, mit den Gewerkschaftsvertretern, um da endlich mal diese Front auch zu beruhigen. Das ist der erste Punkt, der auch ein kleines bisschen die Antwort ist auf das, was in Bezug auf die Lehrer gesagt wurde, nämlich, dass die Leute natürlich auch ein vernünftiges Gehalt erstmal kriegen müssen. Wir haben das Problem, dass die Leute alle nach Hamburg und Niedersachsen abhauen, weil da die Gehälter einfach besser sind. So, und wenn wir das nicht machen, das ist erstmal am Ende zählt doch die Marie, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo einfach die Kohle nicht da ist und wo es alles immer teurer wird. Also vor dem Hintergrund, wenn wir uns da nicht bewegen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass uns die Leute weglaufen. Und ansonsten geht es natürlich auch immer darum, dass man auch natürlich die Rahmenbedingungen, ob das der Arbeitsplatz ist, ob das die Beschäftigungszeit ist, also die Zeiten, die Stunden, die man arbeiten muss. Darüber muss man alles reden und ich würde immer dafür plädieren, dass wir als Regierung, sollte man dann in die Regierung kommen, dann auch wirklich mal mit den Beschäftigten, also mit den Vertretungen der Beschäftigten, sich an einen Tisch setzt und wirklich mal die Dinger durcharbeitet und dann auch wirklich mal einmal Nägel mit Köpfen macht und das würde ich gerne mit euch gemeinsam machen. Das hören die Gewerkschaften natürlich gern. Herr Losse-Müller. Wir müssen den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer und insgesamt ja in ganz vielen anderen Berufen öffentlich attraktiv halten. Ein großes Thema ist das Thema Arbeitszeitverkürzung. Wir wollen jetzt den Einstieg schaffen in die Arbeitsverkürzung. Arbeitszeitverkürzung für die Beamtinnen und Beamten, einsteigen mit der Polizei und Justiz von 41 auf 40 Stunden, aber langfristig das auch weiter umsetzen. An den Schulen, was mich so geärgert hat in den letzten zwei Jahren, war, dass ganz viele Menschen, die selber bei ihrer Arbeit eine IT-Abteilung haben, die ihnen hilft, ihre Videokonferenz einzurichten und ihre IT zu haben, immer geschimpft haben auf Lehrer und Lehrerinnen, dass die das nicht hinkriegen mit der Digitalisierung, aber sie hatten gar keine IT-Abteilung neben sich. Das ist die Verpflichtung des Landes, den Schulen da zu helfen. Das Land hat die Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, Eltern damit alleine gelassen. Und da müssen wir ansetzen. Es geht nicht nur um Bezahlung, es geht nicht nur um das, was ich mache, sondern auch einfach, dass die Arbeitsbedingungen, dass der Job machbar ist, dass wir da unterstützen, gutes Management haben in der IT, dass die Schulgebäude entsprechend ausgestattet sind und dass wir damit weitergehen. Der viel größere Punkt Zusammenhalt in der Gesellschaft ist der wirklich ernsthafte Punkt, der uns alle beschäftigen muss. Wir erleben das in den letzten Jahren. Deswegen ist der SPD auch so wichtig, dass wir genau dieses Thema Zusammenhalt und das Soziale an den Anfang setzen. Wir können das alles vergessen. Wir werden die Digitalisierung nicht hinkriegen, wir werden den Klimaschutz nicht hinkriegen, wenn wir den Menschen nicht ermöglichen, dass sie in einer bezahlbaren Wohnung wohnen. Die Mieten steigen jetzt überall, deswegen brauchen wir die Mietpreisbremse. Wir müssen für gute Löhne sorgen und wir müssen auch wieder dahin gehen, wo wir Menschen verloren haben. Die Aufgabe im Sozialen sind immens und da gehen wir an die Quelle, dann auch der Gewalt und des Disrespekts gegenüber unseren Beamtinnen und Beamten und den öffentlichen Angestellten. Danke. Vielleicht ganz kurz die Nachfrage, Übernahme TVL auf Beamte ja. Nicken. Gut, dann haben wir das auch. Alles klar. Jetzt haben wir Herr Knicke. Blitzschau. Aber bisher hat das ja super geklappt. Ja, ne?
Also, Übernahme TVL, ja, auf jeden Fall. Wobei ich für den Lehrkräftebereich auf jeden Fall anmerken muss, dass es da nicht immer nach wie vor diese riesige Diskrepanz gibt zwischen verbeamteten Lehrkräften und den Lehrkräften, die tarifbeschäftigt sind. Das ist einfach ein enormer Einkommensunterschied und den muss man auf jeden Fall im Auge behalten und ausgleichen. Also das wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige Forderung in diesem Bereich. Wir haben diesen Lehrkräftemangel ja in sehr unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen Schulformen auch. Wir haben den extrem an Grundschulen in Brennpunkten und wir haben den extrem an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe. Wir fordern darum einen Sozialindex, das heißt, dass wirklich erhoben wird, was ist der Betreuungsbedarf der Schülerinnen und Schüler. Und selbst, dass dann wenigstens, sage ich mal, das Hemd an allen Ecken gleich kurz ist, sage ich mal. Das ist die Mindestforderung. Dass wir den Bedarf ermitteln, wie hoch ist der Lehrkräftebedarf und dass wir brauchen eine Umschichtung zugunsten dieser Schulformen, die eigentlich besonders viel Bedarf haben, aber besonders wenig Lehrkräfte bekommen, weil eben mehr Stellen offen sind, als Lehrkräfte da sind, ganz einfach. Und da müssen wir steuernd eingreifen, das geht nicht anders. Und damit, denke ich, kann man auch solche Probleme wie mangelnden Respekt, Gewaltneigung und so weiter in den Griff kriegen. Das ist, da fehlt es einfach. Wir brauchen mehr Einsatz für gleiche Chancen in dieser Gesellschaft, das, da fehlt es. Mhm. Oh, ja, ich, Frau Heinold, was sagen Sie denn dazu? Ich fange mal mit den Lehrkräften an. Hier geht es ja um die regionale Verteilung, die tatsächlich eine Schwierigkeit ist. Ich glaube, das ist nicht eine richtige Lösung wert zu sagen, wir verteilen jetzt mal von Flensburg und Kiel auf die Fläche um, weil dann würden viele von denen, zumindest wenn ich mit den Lehrkräften spreche, sagen, dann gehen wir raus aus Schleswig-Holstein und dann haben wir alles verloren. Deshalb müssen wir über Quereinstieg und über neue Möglichkeiten, Fachkräfte zu finden, das hinbekommen. Es gibt ja die Allianz für Lehrkräftebildung, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, alle an einem Tisch. Und wir haben halt insgesamt zu wenig Fachkräfte. Das sind die Lehrkräfte, das sind die Kindertagesstätten mit dramatischen Situationen zurzeit. Das ist aber auch in der Wirtschaft, überall fehlen uns die Lehrkräfte. Und deshalb hoffe ich, dass wir entweder endlich bei diesem Punkt Einwanderungsland, Spurwechsel, dass die Menschen, die hier im Asylverfahren stecken, dass die jetzt endlich auch bei uns bleiben können mit festem Bleiberecht, mit Ausbildungsperspektive, weil wir die Menschen bei uns im Land brauchen. Und wir sind ja völlig irre. Die einen schicken wir mühsam zurück und die anderen holen wir dann von den Philippinen, damit die uns hier im Krankenhaus helfen. So kann es nicht sein. Damit bin ich bei den Beschäftigten, bei den Beamtinnen und Beamten. Sie wissen, in den letzten Jahren hatten wir gar keinen Streit drum um zeit- und wirkungsgleiche Übernahme. Das haben wir immer angeboten und Sie haben vielen Dank gesagt. Gemacht. Das kann gerne auch weiter so gehen. Das ist zumindest unser Ziel. Sie wissen, ich bin mit Versprechen immer sehr vorsichtig. Ich bin seit 10 Jahren Finanzministerin, sage, wenn ich vorher ganz viel verspreche und zum Schluss klappt nichts, habe ich nur Ärger. Insofern eine Zielbeschreibung. Unser Ziel ist, so zu verfahren wie in den letzten Jahren. Und Gewalt ist ein Thema, was sich hier nicht in 90 Sekunden abarbeiten lässt. Aber das, was Sie schildern, ist tatsächlich, wenn wir uns nicht kümmern, eine Bedrohung für unsere Demokratie, das will keiner und deshalb gibt es hier viel zu tun. Vielen Dank. Das ist anspruchsvoll, ich weiß das. Herr Buchholz. Also, Monika hat es gerade gesagt, wir haben Fachkräftemangel überall, nicht nur bei den Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben eine Attraktivitätssteigerung auch für den öffentlichen Dienst notwendig, weil es in Wahrheit ja nicht nur die Lehrerinnen sind, sondern bei mir sind es die Bauingenieure, die Planer bis hin zum Straßenmeier. Da fehlt mir Leute für eine Straßenmeisterei. Ich könnte 80 Leute in den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr einstellen und finde keine Leute. Auch weil natürlich mit Bezug zu Hamburg, in Hamburg mehr Geld gezahlt wird, aber auch wir darüber nachdenken müssen, wie wir die Bedingungen ändern. Dann komme ich aus der freien Wirtschaft und deshalb bin ich eigentlich anderes gewohnt, nämlich dass man auch mal darüber nachdenkt, ob man nicht andere Elemente der Besoldung schafft, zum Beispiel leistungsbezogene Besoldungselemente schafft, dass man Leute, die mehr leisten, auch ein bisschen stärker bezogen, dass man Gratifikationen geben kann, dass man mehr darauf tun kann. Alles Themen, von denen ich sagen würde, die sind nicht vom Teufel, sondern über die sollte man mal nachdenken, auch im öffentlichen Dienst. Zweites Thema, ja, findet ihr scheiße, es mag schon sein, aber Leistung, finde ich, Leistung sollte sich lohnen. Ja, und das ist eben vielleicht ein klitzekleiner Unterschied zwischen uns. Wenn ihr das scheiße findet, finde ich das schade. Weil wenn ihr etwas leistet, dann sollte es sich wirklich für euch lohnen. Und diejenigen, die ehrlich gesagt weniger leisten, die müssen auch mit weniger klarkommen. Tut mir leid, aber wir können nicht alle einfach sagen, wir scheren alles über einen Kamm. Finde ich falsch. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Respekt und Gewalt. Ich finde es etwas zu kurz gesprungen, leider ist es ja auch zu kurz gesprungen.
einen Zusammenhang zwischen prekären Lebensverhältnissen und der Gewalt gegenüber Polizisten herzustellen. Was wir erleben zurzeit ist, dass aus allen gesellschaftlichen Schichten der Respekt gegenüber Polizisten und gegenüber auch Feuerwehr und Einsatzkräften sonst was dramatisch gelitten hat. Dass man nicht mehr mit Respekt irgendwo staatlicher Gewalt gegenübersteht. Daran müssen wir gesamtgesellschaftlich arbeiten. Respektkampagnen sind das eine, die wir gemeinsam auf die Reise geschickt haben. Mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die wir eingestellt haben, sind auch ein Thema dafür. Aber es ist in Wahrheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns in den nächsten Jahren auch widmen müssen. Weil vielen so geht Dank. Es nicht weiter. Ja, da gibt es mal Applaus. Wir haben mal Übereinstimmung. Auch mal schön, Mensch, Herr Buchholz, ja. Hat jemand applaudiert? Herr Koch. Also wir wollen nicht nur in Zukunft Tarifverträge Zeit- und Wirkungsgleich übertragen. Wir haben das immer gemacht, wenn wir regiert haben. Das war in diesen 5 Jahren der Fall. Das war auch in der Regierungszeit von Peter R. Carstensen der Fall. Wo es nicht der Fall war, waren die 5 Jahre dazwischen, als die SPD regiert hat. So viel zum Schein und Wirklichkeit. Da wurden Tarifverträge nicht 1:1 übernommen. Wir haben aber noch viel mehr gemacht, als Tarifverträge nur zu übertragen. Wir haben ein besonderes Strukturpaket geschnürt, 1% nochmal zusätzlich obendrauf, um ein Stück das Weihnachtsgeld zu kompensieren. Für die Grundschullehrer gehen wir jetzt auf A13, weil wir die Situation sehen, dass wir kaum noch Grundschullehrer gewinnen. Bei den Grundschuldirektoren sogar auf A14 mit Zulage. Wir haben aber vor allen Dingen auch Tausende von neuen Mitarbeitern eingestellt, um Arbeitsbelastung, Arbeitsverdichtung zu reduzieren, um Überstunden abbauen zu können. 750 Polizisten zusätzlich, 2000 Lehrerstellen, mehr als ursprünglich vorgesehen waren, 1000 neu geschaffen, 1000 nicht gestrichen. Also, wir haben, glaube ich, unwahrscheinlich viel in dieser Wahlperiode für den öffentlichen Dienst gemacht, obwohl, glaube ich, der allgemeine Eindruck so besteht, der öffentliche Dienst steht immer schon etwas besser da als die private. Und trotzdem, wir wollen diesen Kampf um die besten Köpfe gewinnen. Wir haben auch im öffentlichen Dienst Nachwuchsprobleme, Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst. Deswegen unglaublich viel für den öffentlichen Dienst getan. Bei Gewalt gegen Polizei, Sie haben die Politik ja Feuerwehrkameraden mit erwähnt, da sitzen wir in der Tat im gleichen Boot, richtet sich genauso gegen ehrenamtliche Kommunalpolitiker und deswegen haben alle den maximalen Schutz vor Gewalt verdient. Das heißt, gerade die, die beruflich unsere Demokratie, unsere Meinungsfreiheit verteidigen, haben unsere Anerkennung, unsere Wertschätzung, aber nicht nur eine gute Bezahlung, auch bestmögliche Ausrüstung verdient. Dafür haben wir auch gesorgt, deswegen aber auch die 750 Stellen zusätzlich. Das wäre die Antwort darauf. Okay, danke schön. Direkt dazu, Thorsten. Ja, Herr Buchholz, Sie reizen ja immer zum Widerspruch. Das liegt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen alle viel leisten. Und ich tue mich einfach schwer. Ich tue mich einfach schwer damit, da eine künstliche Differenzierung reinzubringen. Ansonsten. Ja, nehmen Sie das Thema Gewalt, gesellschaftliche Entwicklung, 30% der Menschen, die wir möglicherweise verloren haben für die Demokratie ernst und kümmern Sie sich um das Thema, das ist verdammt wichtig, nicht nur aus sicherheitspolitischer Sicht, sondern für unsere Demokratie. Und ansonsten sind bei uns in der GdP alle mündig, haben das gehört, hier haben im Saal alle das gehört. Ich glaube, jeder wird jetzt selber entscheiden, wo er sein Kreuz macht. Ich hoffe für die GdP, dass möglichst viele wählen gehen in Schleswig-Holstein und dass diejenigen, die nicht ins Parlament gehören, die nicht demokratisch sind, die am rechten Rand stehen, da nicht reinkommen. Vielen Dank. Astrid, du sollst auch noch die Gelegenheit bekommen, noch mal zu kommentieren. Ja, also man kann viel zu den Dingen sagen. Also die Leistungszulage ist mit Sicherheit keine Lösung, um Menschen nach Dithmarschen zu bekommen, weil da brauchen sie demnächst viele Lehrerinnen und Lehrer für die 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Kinder haben und die dann auch guten Unterricht für ihre Kinder haben wollen. Von daher wird das nicht die Lösung sein. Ich finde wichtig, dass sie darüber nachdenken und wirklich nach Lösungen suchen. Den Eindruck haben wir im Moment nicht und das ist absolut notwendig. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Bildung, weil dann können auch die Kinder und Jugendlichen, die wir haben, alle gute Arbeitsplätze und gute Entwicklungschancen haben. Und da ist der Knackpunkt. Wir haben momentan viele Tausende von Jugendlichen, die keinen Schulabschluss machen in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist an vorletzter Stelle mit dem Geld, was sie in Bildung investiert. Und von daher ist da ein dicker Knackpunkt. Und da haben sie vielleicht erkannt, dass die Stellen, die sie 2010 streichen wollten, nicht streichen konnten. Dass das völlig unrealistisch war, der Streichungspfad, den sie da aufgelegt haben. Den haben wir nicht aufgelegt. Die
Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb hat den Streichungspfad aufgelegt. 3000 Stellen im Schulbereich wollten sie streichen. Und das ging nicht. Also eindeutig Schwarz-Gelb. Und das ist die Einsicht, die spät gekommen, aber sie ist dann ja gekommen. Das ist noch gut. Aber wir brauchen viel mehr Geld im Bereich der Bildung, um eben allen Kindern und Jugendlichen gute Chancen zu geben. Und das ist das, worum wir kämpfen. Und ich hoffe, gemeinsam kämpfen mit der nächsten Landesregierung. Und ich hoffe, dass ihr alle Kreis an der richtigen Stelle macht. Vielen Dank. Dank an euch, Thorsten, Astrid, vielen Dank. Wir haben jetzt noch, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, wir haben noch ein paar Fragen jetzt hier auch von, weil die Leute hier vor Ort haben sich ganz intensiv auch auf die Wahl und vorbereitet. Und das wäre so schade, wenn wir sie nicht zu Wort kommen lassen würden. Deswegen würde ich bitten, dass wir das noch machen können. Jetzt habe ich einmal den Uwe. Wo bist du? Ja, genau. Einmal den Uwe, der ganz kurz hat er mir versprochen, was, schon einen langen Zettel. Was zu Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte oder für behinderte Kolleginnen und Kollegen sagen wird. Und wir sammeln jetzt ein paar Fragen. Genau, ja, ich mache es ganz kurz. Ja. Ich bin Schwerbehindertenvertreter in einem Werk mit einer Beschäftigungsquote von 21%, die wir haben, und habe zu dem Thema Arbeitsplätze für Schwerbehinderte zwei Fragen, die sich für mich daraus ergeben. Ich fange mal mit dem Thema an, Fachkräftemangel. Was wollen Sie tun, damit die Schere, die zwischen den Menschen, die ohne Behinderung arbeitslos sind, und den Menschen, die mit Behinderung arbeitslos sind, dass genau diese Schere im Prinzip endlich zusammengeht und nicht die Menschen mit Behinderung weiterhin im Prinzip in die Arbeitslosigkeit getrieben werden? Und das passiert im Moment, und dasselbe trifft so auch für die Auszubildenden und auch für die Ausbildungsarbeit, für die Auszubildenden, damit auch wir junge Menschen, die eine Behinderung haben, endlich in die Ausbildung bekommen und nicht in die Behindertenwerkstätten haben. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt, und da bin ich eigentlich auch schon fertig, und das ist die Lage des Integrationsamts in Schleswig-Holstein. Die Lage des Integrationsamts in Schleswig-Holstein ist ja eigentlich so, soll Vertragspartner sein, soll Partner sein für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer und für die Interessensvertreter. Wie ist es in Schleswig-Holstein? Antragsdauer 6 Monate und länger, bis die Anträge bearbeitet sind. Unnötige Bürokratie, die da sind. Keine technischen Berater mehr. Die hat man abgeschafft. Man hat jetzt die Unfallkasse Nord. Und ich weiß, dass die 6 Mitarbeiter aus der Unfallkasse Nord, davon ist ein einziger Mitarbeiterin aus Schleswig-Holstein. Die restlichen kommen aus Hamburg und nördlichen Niedersachsen. Und das muss dringend geändert werden. Mich würde interessieren, wie Sie mit dem Thema umgehen. Danke. Dankeschön, Uwe. Vielen Dank. Dann haben wir Hilde von den Seniorinnen. Das alles merken. Wo ist sie? Da ist sie. Ich mache meine Notiz. Dann kann sich vielleicht Uli auch schon mal auf den Weg machen, damit wir nachher... Ist das an? Jo. Ja, ich bin Hilde von den IG Metall Seniorinnen und... Wir beschäftigen uns im Zuge der Wahl mit verschiedenen Themen, und da habe ich an die Koalitionärin der bestehenden Landesregierung, die ja gerne wiedergewählt werden möchte, eine Frage. Warum gibt es in der Landesregierung nicht die Mietpreisbremse. Ja. Warum gibt es, die wurde 19 abgeschafft in ihrer Regierungszeit, und die gibt es nicht. Weil, ich sage Ihnen, warum wir die brauchen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schlecht bezahlt werden, keine 12 Euro Mindestlohn, sondern irgendwo darunter sind, die können diese Mieten nicht bezahlen. Primär Frauen sind davon betroffen, Frauen, die dann auch noch halbtags arbeiten. Und Sie haben das nicht geschafft, in Ihrer Legislaturperiode das rückgängig zu machen. Und jetzt wollen Sie wiedergewählt werden. Das erstaunt mich wirklich. So. Vielen Dank. Weil wir so viele Wohnungen geschafft haben. Dankeschön. Ich schreibe das alles auf, damit ich es nachher noch mal rekapitulieren kann. Okay. Wir sammeln. Doch, ne? Gut, alles genau. Dann mache ich es nicht. Dann Uli. Ich glaube, schon gelesen. Ja, da vorne, das können wir einmal das Mikrofon für Uli haben, und dann kann Ingo sich auch schon mal auf den Weg machen. Moin, ich bin auch von den IG Metall Senioren hier in Kiel, und ich möchte gerne wissen von Ihnen, wie Sie sich auf Bundesebene einsetzen dafür,
dass die Energiepreispauschale von 300 Euro auch für die Rentnerinnen gilt. Das möchte ich gerne wissen, denn so wie das angelegt ist, ist das einfach ungerecht. Ja, stimmt. Dankeschön. Des Weiteren, wir haben für Sie alle unsere Wahlkampfzeitung erarbeitet. Das haben wir mit den Arbeitskreisen der IG Metaller Schleswig-Holsteins gemacht und haben dort alle Aspekte, die die Wahl betreffen, aufgelistet. Ich will das jetzt nicht vertiefen, weil schon ein Teil angesprochen worden ist. Aber die Frage des ÖPNVs, gerade für Seniorinnen und Senioren, meine ich, müsste hier auch von Ihnen mal klar benannt werden. Und zwar fordern wir, dass wenn wir als alte Mitbürgerinnen unseren Führerschein abgeben, dass wir dann ein ÖPNV-Ticket bekommen. Dafür. Und wir möchten auch, wie das schon in einer ganzen Reihe von Bundesländern der Fall ist und Städten der Fall ist, dass Sie als Landesregierung die Kommunen unterstützen, dass wenn wir irgendwelche kulturellen Veranstaltungen in der Oper, im Schauspielhaus oder sonst was besuchen wollen, dass dann das Eintrittsticket für den ÖPNV gilt. Und da wollte ich Ihre Vorstellung zu diesem Thema hören. Ansonsten lesen Sie sich das durch, damit Sie vernünftige Koalitionsverhandlungen haben können. Dankeschön. Jetzt haben wir noch den Ingo. Der wollte noch was zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sagen. Und dann machen wir auch einen Cut. So, ich bin jetzt nicht der Ingo Schneider. Ingo Schneider muss sich verabschieden, weil er morgen um 3 Uhr wieder in die Schicht muss. Er ist der Betriebsratsvorsitzende von Wulff Textil. Wulff Textil würde übrigens auch von einem Vergabegesetz profitieren, weil im öffentlichen Bereich viel zu viel schmutzige Wäsche, schmutzige mit schmutzigem Tarif, Nicht-Tarif gewaschen wird. So, da haben wir abgelehnt. So. Aber leider muss der, wie gesagt, los, weil er um 3 seine Schicht wieder losgeht. Also, deswegen, ich hoffe, ich kann seine Schrift lesen. Seine Frage. In Schleswig-Holstein muss ein Betrieb rein rechnerisch nur alle 40 Jahre mit einer Arbeitsschutzkontrolle rechnen. So, das ist schlechter statistisch als in Rumänien. Also, hier sind nur ein Viertel, noch nicht mal ein Viertel, das ist nett gerechnet, hier sind nur ein Viertel aller Kontrolleure im Arbeitsschutz besetzt. Wann wird sich dieser Zustand endlich ändern, damit die ganze Arbeit nicht nur auf die Füße, im wahrsten Sinne des Wortes, der Handwerkskolleginnen und Kollegen fällt, sondern eben, oder auf die Füße der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, sondern damit der Staat endlich seine Verantwortung da übernimmt. Wann? Vielen Dank. Mal kurz zusammen, was alles gefragt worden ist. Es muss auch nicht vielleicht jeder zu allem antworten. Vielleicht können Sie sich das ein bisschen aufteilen. Es wurde was gesagt zum Thema Schwerbehinderten, Arbeitsplätze, die Schere, die auseinandergeht, dass die wieder zusammengeht. Das Thema Integrationsamt kann vielleicht auch nicht jeder was zu sagen. Müssen Sie mal gucken. Dann haben wir das Thema Mietpreisbremse. Wir haben das Thema Energiepreispauschale auch für Rentner. Wir haben das ganze Thema ÖPNV, Stadtführerschein, ÖPNV-Ticket und dann auch kulturelle Veranstaltungen, die mit einem ÖPNV-Ticket verbunden werden sollen. Und dann hatten wir noch jetzt eben das Thema mit der Kontrolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ganz schön viel. Ich fange jetzt mal hier bei Ihnen an, Herr Koch. So, also Energiepauschale für Rentner, ein absolutes Unding, dass die Bundesregierung das vergessen hat oder bewusst ja nicht so entschieden hat, wäre, glaube ich, uns in Regierungsverantwortung so nicht passiert. Glaube ich, kann man, naja, also okay. Uns wurde immer vorgeworfen, wir würden nur Politik für die Rentner machen als Union. Also das, glaube ich, kann ich von glaubhaft hier versichern. Okay. So, dann nehme ich mal das Thema ÖPNV, reduzierte Ticketpreise, kostenfreier ÖPNV, 1-Euro-Ticket, was hier immer gefordert wird. Da gebe ich zu bedenken, Ihnen nützt ein günstiges oder kostenfreies Ticket nichts, wenn Sie keine guten Verbindungen haben. Auch nicht, wenn Sie auch zum Theater nicht pünktlich hinkommen, nützt Ihnen das günstige Ticket nichts. Deswegen, wir müssen erstmal schauen, dass wir den ÖPNV massiv ausbauen. Taktverdichtungen, Streckenreaktivierung, neue Linien bauen.
Da muss das Geld erst einmal rein. Und wir haben aber nur begrenzte Mittel. Deswegen immer unsere Priorität, das war mehr ÖPNV. Und wenn er denn gut ist, dann ist man auch bereit, dafür etwas zu bezahlen. Mietpreisbremse. Schauen Sie doch bitte einmal in die anderen Bundesländer, in denen die Mietpreisbremse noch gilt. Nur wir haben sie abgeschafft. Haben Sie das Gefühl, dass in den anderen Bundesländern Mieten nicht mehr steigen oder jetzt irgendwie langsamer steigen oder dass gebremster stattfindet? Ja. Nein. Nein, das ist nicht der Fall. Schauen Sie sich die Fakten an. Die Mietpreisbremse ist ein absolut wirkungsloses Instrument. Viel wichtiger ist, möglichst viel zu bauen. Und das haben wir gemacht. Wir haben viel mehr gebaut, als die SPD fordert. Die wollen 10.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Wir haben im letzten Jahr, 2020 war es, über 16.000 Bauanträge genehmigt. Wir haben jedes Jahr mehr als 10.000 Wohnungen. Seit 10 Jahren machen wir das in Schleswig-Holstein. Nein. Jedes Jahr über 10.000. Genau. Genau, das wir brauchen aber so oder so mehr Wohnraum und das zieht noch alle Wohnungen, alle Mieten mit. Gut, ich glaube, es ist klar geworden. Ne? Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja die Unterschiede herausarbeiten. Mietpreisbremse kennen wir, glaube ich, Ihre Meinung zu, Herr Buchholz. Vielleicht können Sie dann mal was... Ich wollte mir die Buhrufe ersparen. Ja. Ich mag Buhrufe. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass Sie die so schlimm finden. Ich bin in der FDP sozialisiert, aber, da sind immer meistens 90% andere Auffassung. Vielleicht können Sie mal weitermachen mit dem Thema Kontrolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Dafür bin ich leider nicht wirklich zuständig. Okay. Beim Arbeitsschutz ist, glaube ich, das Sozialministerium zuständig. Gut, dann deshalb, sparen wir die Frage für Frau Heinold. Machst du noch was dazu? Ich bin da. Ja, Finanzminister. Okay, dann aber dann, wir haben auch noch das Thema Integrationsamt und Schwerbehinderung. Kann ich auch nicht so wahnsinnig. Können Sie auch nicht viel zu sagen. Okay, dann müssen Sie vielleicht doch was zur Energiepauschale oder zur Mietpreisbremse sagen. Macht Monika besser an der Stelle, hat sie deutlich mehr Ahnung davon. Aber lass mal an der Stelle, also Energiepreis oder Energiepauschale 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner. Habe ich meinem Bundesvorsitzenden und dem Bundesfinanzminister gesagt, dass ich das auch für extrem ungerecht halte? Hat er mir gesagt, ja, kostet 5 Milliarden Euro, haben wir mal eben nicht so schnell. Ist nämlich auch Steuergeld, müssen wir an der Stelle machen. 5 Milliarden Euro. Die ganze Gesamtgrößenordnung aus 5 Milliarden Euro. Ist kein Kleingeld, ist aber richtig, weil es in Wahrheit verargumentiert worden ist nach dem Motto, die Rentnerinnen und Rentner hätten eine Rentenerhöhung von 6% gehabt, fast 6% gehabt, hat aber damit überhaupt nichts zu tun, denn das ist der Ausgleich für die Lohnentwicklung der letzten Jahre. Ich finde es richtig, dass die 300 Euro auch für, warum haben die es übrigens gemacht, nur weil ihr kämpft ja immer damit, dass ihr in Berlin nicht mehr in der Regierung seid, weil es bürokratiemäßig am einfachsten war. Es ist das Thema über die Finanzverwaltungen bei 300 Euro Einkommen, einfach schlicht und ergreifend zu sagen, 300 Euro abziehen. Das war bürokratiemäßig ist das am einfachsten. Aber es erfasst halt die Rentnerinnen und Rentner nicht, die müssen damit rein. Hätte die Rentenversicherung auch gekonnt, oder? Die Rentenversicherung eben nicht gekonnt, weil ist dann schon wieder ein Auszahlungseffekt. Aber ist egal, müssen wir nicht drüber streiten. Aber dafür kriegen Sie jetzt keine ÖPNV. Jetzt mal zum ÖPNV. An der Stelle, ja, unser Problem in Schleswig-Holstein besteht vor allem darin, dass die Qualität des ÖPNV schlecht ist. Um es mal deutlich zu sagen, wir haben keine Pünktlichkeitssituation, wir haben Qualitätsstandards auf der Marschbahn an der Westküstenseite, wo man sagen muss, meine Güte, also das habe ich nicht gedacht im 21. Jahrhundert, dass man als Minister sich damit beschäftigen muss, dass man in der Lage ist, eine Diesellok mit 6 Anhängern irgendwo pünktlich von A nach B zu fahren. Aber so ist es. Und das liegt an der heruntergekommenen Infrastruktur in diesem Land, die ganz echt in die Binsen geworden ist, wo wir jetzt ganz viel machen, um die zu erhöhen. Heißt aber auf Deutsch, genauso wie bei dem Ticket, wir geben zurzeit pro Jahr nur für den Schienenverkehr, damit Sie mal eine Dimension haben, für den Schienenverkehr in Schleswig-Holstein jedes Jahr rund 300 Millionen Euro aus und haben rund 90 Millionen Einnahmenerlöse aus Fahrkartenerlösen. Wenn wir jetzt noch mehr aus Fahrkartenerlösen reduzieren, haben wir einfach keine Spielräume mehr, um Qualitäten zu verbessern. Und deshalb sage ich, erster Go ist Qualität verbessern, dann müssen wir über Tarife nachdenken. Frau Heinold. Mietpreisbremse wieder einführen, auf jeden Fall. Das war halt in der Koalition, es ist ja immer in Koalition, sie müssen immer irgendwie was zugeben oder Klar. Sie müssen sich verständigen. Und das war eine der bitteren Pillen für uns Grünen neben dem Tarif- und Vergabegesetz. Das Zweite sind die Rentner. Ich hätte es auch gut gefunden oder richtig notwendig gefunden, wenn der Bund die mit reingenommen hat. Hat er nicht gemacht, können wir hier nur sagen, falsche Entscheidung. Dann kommt aber vielleicht noch. Ja, Bernd, da kannst du auch noch was Gutes tun mit deinem Kumpel. Ja. Ja. So, dann haben wir die Schwerbehinderten oder die Menschen mit Behinderung. Da ist es in der Tat so, dass wir mit Hilfe des Staates eine bessere Vernetzung brauchen zwischen den Arbeitgeberinnen, die mit Anreizsystem auch bereit wären, Menschen zu integrieren. Das kann und muss besser laufen, gerade auch in der Ausbildung, weil auch an der Stelle dürfen wir niemanden verletzen.
verlieren, weil wir ja auch die Fachkräfte brauchen. Also auch unser Interesse, aber es ist natürlich auch ein Menschenrecht für die Menschen mit Behinderung, dass sie teilhaben können. Und dann waren verschiedene Bereiche, da wo du sagst, ist nicht deine Zuständigkeit. Das hängt insgesamt damit zusammen, dass wir eine sehr ausgedünnte Verwaltung haben. Wir hatten diesen schwarz-gelben Konsolidierungskurs, wenn ich das noch einmal sagen darf, 2010 auf die Spur gesetzt. Wiegert und Carstensen waren total glücklich und sagten, super, jetzt mal richtig sparen. Und da war eben sehr viel Personalabbau drin, bei den Lehrkräften, aber auch in der Verwaltung. Und dieses war alles mit dem Stabilitätsrat verabredet und musste abgearbeitet werden. Das war damals unterschrieben, das haben wir dann geerbt und haben diesen Kurs teilweise weiter fortgesetzt, bei den Lehrkräften gestoppt. In dieser Legislatur ist es jetzt gelungen, diesen Abbaupfad ganz zu stoppen, weil wir durch sind durch die Konsolidierung, wieder einen Aufwuchs zu schaffen. Aber überall in Verwaltung brauchen wir mehr Menschen. Und ich will das auch immer allen sagen, weil viele sagen, auch wenn ihr spart, spart doch in der Verwaltung. Nein, das ist Blödsinn. Die Menschen in der Verwaltung organisieren unsere Daseinsvorsorge. Und dann kann auch mehr Kontrolle und mehr Unterstützung stattfinden. Vielen Dank. Herr Lasse Müller. Die Mieten steigen und sie werden in den nächsten Monaten und Jahren noch viel stärker steigen, weil uns bezahlbarer Wohnraum fehlt. Sie haben teure Wohnungen gebaut, jetzt fehlen uns die Flächen. Die nächsten 100.000 sind die schwierigen, deswegen muss die Mietpreisbremse zurück. Es gibt Demonstrationen auf den Straßen dieses Landes für niedrigere Mieten. Da müssen wir ran, also die Mietpreisbremse, obere Priorität mit Kappungsgrenzenverordnung, auch in der schärferen Version mit den 11% pro 3 Jahren, die uns der Bund ermöglicht. Wir haben in den Kontrollen ein echtes Problem. Das ist nicht nur Arbeitsschutz, das ist auch tatsächlich Schwarzarbeit. Das wird auch ein Thema sein bei der Umsetzung des Mindestlohns. Also wir brauchen wirklich mehr Kontrollen. Wir haben Vollzugsdefizite durch die Bank weg im Umweltschutzbereich. Da müssen wir einfach, wenn wir ein Gesetz machen, wenn wir eine Regelung haben müssen, dann müssen wir auch garantieren, dass sie umgesetzt wird. Sonst zählt das Gesetz nicht. Da brauchen wir einen fähigen Staat, der das auch überwacht. Das Thema Menschen mit Behinderung finde ich besonders spannend, weil wir haben ja ein paar Betriebe, die das machen. Die Hakotec Trappenkamp ist ein gutes Beispiel. Und da kann man eigentlich was von lernen, weil dieser Betrieb in dem Umgang mit den Menschen mit Behinderungen gelernt hat, wie Ausbildung anders funktioniert, wie ich auch mit Betreuung und einer Art und Weise, wie ich auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingehe, auch Menschen, denen bestimmte Abläufe schwierig fallen, aber die ansonsten sehr, sehr produktiv arbeiten, die werden voll bezahlt, das ist wirklich keine Werkstatt, das besser machen. Und daraus können wir eigentlich in anderen Betrieben was lernen, gerade da, wo wir jetzt so Themen haben, wo wir Kinder ohne Schulabschluss haben, die wir vielleicht schon verloren haben, wo wir auch Menschen integrieren können. Also es geht gar nicht mehr nur um das Thema Integration von Menschen mit Behinderung, sondern da, wo wir das gelungen haben, haben wir Dinge gelernt, die wir jetzt an anderen Stellen auch brauchen. Das ist mir wichtig, damit umzugehen. Und Teilhabe, mir ist wichtig, dass wir das Thema Teilhabe nicht auf einzelne Personengruppen beschränken. Also die Seniorinnen und Senioren oder andere, sondern wir haben generelles Teilhabeproblem in der Kultur. Damit müssen wir umgehen. Vielen Dank. Wir machen die Reihe noch weiter. Herr Harms. Ich fange erst mal kurz mit dem ÖPNV an, danach gehe ich aufs Mieten über. ÖPNV, völlig klar, wir müssen ganz anders aufgestellt sein. Wenn wir uns mal reinziehen, dass wir den Kauf von E-Autos subventionieren mit 6.500 bzw. 9.000 Euro pro Fahrzeug für Leute, die sich dann ein Fahrzeug für 20, 30, 40, 50.000 Euro kaufen, die können das auch so. Aber es gibt Rentner auf Grundsicherung, die können das nicht. Und die haben auch ein Anrecht auf Mobilität. Und diese 2 Milliarden Euro, die da jährlich für draufgegeben werden, die finde ich besser investiert im ÖPNV. Zweiter Themenblock, Mieten. Für die Auffall. Der SSW hat beantragt, dass sowohl Mietpreisbremse als auch Kappungsgrenze wieder eingeführt werden, abgelehnt von Jamaika. Der SSW hat beantragt, dass wir eine Fehlbelegungsabgabe für die Kommunen wieder einführen, damit mit diesem Geld, das generiert wird, neue Sozialwohnungen geschaffen werden können, abgelehnt von Jamaika. Wir haben gefordert ein neues Gesetz und wir haben es auch vorgelegt zum Wohnraumschutz, ähnlich wie in Hamburg, abgelehnt von Jamaika. Das heißt also, Leute, die müssen in ihren Bruchbuden weiter wohnen bleiben, ohne Hilfe. Und wir haben natürlich auch beantragt, dass auch die Steuern gesenkt werden auf Heizung und Strom, weil das ist das, was man kurzfristig schnell machen kann,
auch abgelehnt worden. Und deswegen ist natürlich die Frage dann auch ein bisschen schade, dass wir jetzt nur über die Rentner reden. Die Rentner sind wichtig. Und es ist eine Sauerei, dass sie nicht da drin enthalten sind. Aber es wäre ohnehin nur eine Einmalzahlung gewesen. Die kriegen 300 Euro, da können sie die halbe Rechnung von bezahlen, die sie dann irgendwann mal ausgestellt kriegen, sind aber immer noch wirklich gelackmeiert. Und ich finde, es braucht eine dauerhafte Lösung für diese Bevölkerung. Und deswegen müssen wir da eben auch ran. Sag mal welche. So, sag mal welche. Vielen Dank. Herr Knickel-Blitzer. Ja, also ganz grundsätzlich eine Einmalzahlung. Achso, hört man Sie? Was nicht? Hört funktioniert das Mikro? Da, funktioniert. Achso, okay. Also grundsätzlich eine Einmalzahlung ist im Prinzip die richtige Lösung, aber die muss natürlich sehr viel höher ausfallen und sie muss eben vor allem auch alle erreichen. Also die Schätzung der Mehrkosten im Energiebereich, die gehen in mehrere tausend Euro sogar nach Check24, das war das Letzte, was ich dazu gelesen habe. Das Wohnproblem, das ist ja noch viel dramatischer, als es hier angeklungen ist. Also es geht ja nicht nur darum, den Anstieg zu begrenzen, sondern wir müssen ja auch die Mieten senken. Und das geht eben tatsächlich wirklich nur mit öffentlichem Wohnungsbau. Also wir haben einen Genossen hier in Kiel, der sucht seit 3 Jahren, wohnt er im Hotel, weil er keine Wohnung findet, weil das Amt ihm nur 390 Euro bezahlen würde. Und für 390 Euro kriegt man in Kiel schlichtweg keine Wohnung. Der hat sich auf eine Wohnung beworben, da waren 500 Bewerbungen. Das ist die Situation, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben. Und da können Sie, da mag ja sein, dass Sie ganz viel gebaut haben, aber da kann ich nur ganz klar sagen, das nützt ihm überhaupt nichts. Ja? Und gleichzeitig ist es halt so, dass der größte Mietkonzern in diesem Lande, die Vonovia, hat letztes Jahr 2,6 Milliarden Euro auf Kosten der Mieterinnen und Mieter gemacht. Zufällig ist das der gleiche Betrag pro Wohnung pro Monat, 390 Euro Gewinn pro Monat. Diese Wohnungen stammen überwiegend aus öffentlichem Bestand. Und das zeigt sich einfach, dass die private Wohnungswirtschaft ist einfach nicht effizient, um billigen Wohnraum herzustellen, sondern sie treibt die Mieten nach oben und da müssen wir ran. Das ist das eine. Was die Ticketsversorgung betrifft für Rentnerinnen und Rentner, das ist für uns, sag ich mal, als Linke eine klare Frage, weil wir sind ja sowieso mittelfristig dafür, dass wir einen steuerfinanzierten ÖPNV einführen. Okay, alles klar. Gut, vielen Dank. So, mit Blick auf die Uhr muss ich mich erstmal bedanken, dass Sie nicht gemeckert haben, dass ich ja doch ein bisschen jetzt überzogen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Ich denke mal, es sind an der einen oder anderen Stelle Differenzen klar geworden. Das wollten wir ja auch. Wir wollten ja klar machen, dass bei den Themen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig sind, dass wir uns darüber unterhalten. Es wäre ja auch schlimm, wenn wir das nicht könnten. Und wir wissen, also ich denke mal, da sind wir uns einig, dass es gut ist, dass wir öffentliche Debatten führen können, wo wir kontrovers miteinander reden. Und das so ist Demokratie und die haben wir und da sind wir froh drüber. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen allen und auch für Ihre Geduld und hoffe, dass Sie jetzt alle wissen, wen Sie wählen am 8. Mai und vor allem, dass Sie alle wählen. Und jetzt gebe ich für ein letztes Wort an Laura Poth. Wenigstens noch kurz ein Schlusswort. Ich sage einfach nur noch danke, danke Ihnen, danke euch. Jetzt wisst ihr, wen ihr wählen sollt. Kommt gut nach Hause. Bis bald.